Wunderbar. Schön. Darf ich hier anfangen? Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch, Herr Daimler. Wir sind jetzt komplett und vollständig. Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, die zum ersten Mal da sind, die schon öfter da sind. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich möchte mich ungern für die Deutsche Bahn entschuldigen, aber der Zug ist einfach ausgefallen. Und deshalb haben wir etwas länger gewartet. Nachsitzen sollten durch Sie. Deshalb vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, bevor es losgeht, bevor ich weiterspreche, eine wichtige Information. Es gibt eine Flüsterübersetzung ins Türkische. Und das übersetzen wir jetzt auch. Deshalb übergebe ich kurz zu dir, Tuncay. Vielen Dank, dass du das heute machst. Gern geschehen. Bayanlar ve bayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı özür diliyoruz. Bu akşam ilgi duyanlar, tercih edenler için Motomo Türkçe'ye çevirimiz olacaktır. Ben birazdan yerime geçeceğim. İlgi duyanlar, arzu edenler yanıma gelip tercüme opsiyonundan faydalanabilirler. Zweite wichtige Information, dieses Podiumsgespräch wird aufgezeichnet, aber tatsächlich nur das Gespräch. Sobald wir später in das Publikum öffnen und Sie eingeladen sind, Fragen und Kommentare zu stellen, wird die Aufzeichnung beendet. Das werde ich später auch nochmal sagen, aber nur, dass Sie das wissen. Ja, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu dieser Veranstaltung heute zum Thema NSU, der NSU-Komplex. Heute, daran möchte ich gerne erinnern, ist auch der 26. Jahrestag von dem Brandanschlag in Möll. Also in der Nacht vom 22. nach dem 23. November 1992 eine Frau, Frau Ayşe Yılmaz und zwei Kinder, Yeliz und Behide Aslan, in einem rechtsextremen Anschlag getötet worden sind. Ja, wichtig, dass Sie hier sind, allein wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit dem NSU, mit dem NSU-Komplex, ein Thema, das immer wieder Entsetzen und Empörung auslöst, immer wieder dann die Frage des Vertrauens oder Trauen in einen Rechtsstaat. Ja, herausfordert und immer noch offene Fragen es gibt immer noch offene Fragen, so wie es auch eine Ausstellung von uns, die ich gleich nochmal kurz erwähnen möchte. Und auch das Prozessende in München dieses Jahr ist abgeschlossen worden mit diesem Fazit. Naja, viele Fragen und Dinge sind immer noch unbeantwortet geblieben. Ja, zum NSU nur ganz kurz. In den Jahren 2000 bis 2007 hat der nationalsozialistische Untergrund 9 Menschen aus rassistischen Motiven und eine Polizistin ermordet. Und 5 Jahre und 438 Prozesstage später hat der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in München sein Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Und wie eben erwähnt, viele brisante Fragen sind offen geblieben. Das Ende des Prozesses, wie ein Journalist schrieb, kann daher nur der Beginn eines neuen Kampfes für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Vielfalt sein. Denn die oft versprochene lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes ist immer noch nicht erfolgt. Und wie das NSU-Tribunal ganz gut zusammenfasst, was der NSU eigentlich ist, dann wird der NSU-Komplex von vielen als Kristallisationspunkt von strukturellem und institutionellem Rassismus gedacht. Wir in der Bildungsstätte Anne Frank haben uns vor 2 Jahren in diesem Thema viel konkreter nochmal gewidmet, insbesondere mit unserer Ausstellung, die mit dem Titel "Es sind noch zu viele Fragen offen", eine Ausstellung über den Umgang mit dem Verdrängen und Vertuschen, Schreddern und Schweigen. In dieser Ausstellung ging es unter anderem aber auch insbesondere um die Stimme oder die immer noch viel zu wenig beachteten Stimmen, Zeugnisse und Erfahrungen der Betroffenen und der Angehörigen. Wir haben diesen Stimmen Raum gegeben, soweit wir konnten, und also auch die Relativierung und Bagatellisierung, Verharmlosung von rechter Gewalt thematisiert. Ja, Stichwort Relativierung und Verharmlosung von rechter und antisemitischer und rassistischer Gewalt. Das ist leider ein kontinuierliches Problem in Deutschland. Es ist klar, das kann ich nicht unerwähnt lassen. Wir haben alle die Bilder und Videos aus Chemnitz gesehen oder gehört, wie Hunderte von Neonazis und rechtsextreme Migranten und Migranten als auch Personen of Color bedrohen, beleidigt und verletzt haben. Und Chemnitz ist eigentlich die 4. Stadt in Sachsen, die man hier auch sehen sollte, denn vor 3 Jahren haben wir in Heidenau
Klausnitz und Freital rechte Ausschreitungen erlebt und vor 3 Jahren war die Polizei überfordert und vor einigen Wochen war sie das immer noch und überlässt das Feld den Neonazis. Wir werden heute in unserem Podiumsgespräch immer wieder rückblickend nach vorne blicken und die Frage stellen, was haben wir gelernt aus dem NSU? Wie können wir sicherstellen, dass die Aufklärung des NSU-Komplexes und die Aufdeckung seines Netzwerks weiter vorangetrieben wird, nachdem der Prozess in München alle Erwartungen enttäuschte? Und welche Konsequenzen wurden schon gezogen aus den vielen Berichten und Belegen, die inzwischen in einer Vielzahl von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen von Bund und Ländern veröffentlicht worden sind? Einsteigen werden wir mit Dr. Mehmet Daimergüler. Der Rechtsanwalt Mehmet Daimergüler ist ein Vertreter der Nebenklage im Verfahren gegen den NSU. Ich möchte nur 2 Worte noch sagen zu Ihnen, dann bin ich sehr gespannt, mehr von Ihnen zu hören. Mehmet Daimergüler vertritt die Geschwister von Abdulrahim Özdoğru und die Tochter von İsmail Yaşar. Beide Männer wurden in ihrem Leben in Nürnberg erschossen und mindestens 2-mal sind sie Opfer des Rassismus geworden, durch den Mord selbst und durch die anschließenden Verdächtigungen der Polizei. Etwa gegen İsmail Yaşar und seine Familie. Am Tag seiner Ermordung sind in Yaşars Laden Drogenspürhunde aufgetaucht und der nahegelegene Spielplatz sei nach Drogen abgesucht worden, berichtet Herr Daimergüler. Und ich habe gelesen, vieles gelesen von Ihnen und Sie haben gesagt, das hätte man ja nicht gemacht, wenn der Tote Meier, Müller oder Schmidt geheißen hätte. Die Ermittlungsfehler der Polizei sind daher keine Pannen, so Herr Daimergüler, sondern Ausdruck von institutionellem Rassismus. Nicht nur darüber, aber vor allem darum handelt auch sein neues Buch, das auch zu erwerben ist hier anschließend, mit dem Titel Empörung reicht nicht, unser Staat hat versagt. Jetzt sind wir dran, mein Plädoyer im NSU-Prozess. Ja, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, Herr Daimergüler, und für uns vortragen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Es tut mir wirklich leid, die Verspätung. Ich fahre sehr, sehr gern Bahn, aber manchmal macht es die Bahn für Menschen nicht so einfach, sie weiterhin zu lieben. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Ich möchte einen Überblick geben über das Verfahren, ja, über das Ergebnis des Verfahrens und dabei das Thema Rassismus konzentrieren. Wir haben in diesem Verfahren wahnsinnig viele Zeugen gehört, die Beweisaufnahme war wahnsinnig detailliert und das Verfahren war nicht erfolglos, war kein Pass, wie ich das manchmal höre. Ja? Ich meine, nach all den Jahren, die vergangen sind, nach all den Akten, die verschwunden worden sind, war es keine Selbstverständlichkeit, dass man 5 Angeklagte der Tat überführen konnte. Und die Tat, ja, die Schuld von Çepe und den anderen, ist nach meiner Ansicht gut dargestellt worden. Ja? Also ich glaube, dass das Urteil auch in der Revision Bestand haben wird. Und wenn man sich diese Zeugenliste anschaut, ja, über 900 Zeugen, wird man sehen, dass das Gericht sich Mühe gibt an dieser Stelle. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, man kann insgesamt feststellen, ja, dass das Verfahren dann detailliert wurde und dann detailliert war, wo das Tatgeschehen oder das Beweisthema weit weg vom Staat war. Ja? Wenn es darum ging, die Lieferkette der Waffe, wenn es darum ging, wer wann was genau gemacht hat. Ja? Wo man ganz klar sehen konnte, hier geht es um die Angeklagten. Aber immer dann, wenn es um Fragen ging, die dem Staat gefährlich nahe kommen, V-Leute, wer wusste wann, wurde das Gericht eben sehr zurückhaltend, um das mal höflich zu formulieren. Die Bundesanwaltschaft sowieso. Das Verfahren
Wenn man mich fragt, wie bewertest du das oder das Gericht? Das Gericht war im Kleinen groß und im Großen klein. Im Kleinen groß bedeutet die kleinteilige Darstellung des Tatgeschehens, die Angeklagten und die wichtigsten Leute drumherum. Im Kleinen groß. Aber da, wo es um die staatliche Mitverantwortung geht, wo es um Rassismus in den Polizeibehörden geht, wo es um den Verfassungsschutz geht, da wurde das Verfahren eben zu einem Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes, zu einem Staatsschutzverfahren. Zu einem Staatsschutzverfahren, wo es vor allem um den Schutz des Staates geht. Wenn man mich fragt, ja, welche Fragen sind denn offen geblieben, welche Aspekte sind zu kurz gekommen? Ne? Es ist im Grunde genommen drei und ich werde mich auf das Letztere konzentrieren. Erster Punkt ist die CO-These der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft hat sehr, sehr früh, lange vor der Anklageerhebung gesagt, wir haben es hier mit der CO zu tun. Mundlos grüner Schilpe sind im Januar 98 in Jena abgetaucht und 14 Jahre wieder hochgepockt, 14 Jahre später. Die CO-These ist, um das mal deutlich zu formulieren, totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Die einzigen, die im Saal noch daran glaubten, dass es ein CO ist, sind die Herren und Damen der Bundesanwaltschaft. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass die es glauben, zumindest haben sie es gesagt. Die CO-These ist aus vielerlei Gründen als eine unhaltbare These anzusehen. Ja. Der zweite Themenkomplex, der offen geblieben ist, hängt mit dem ersten Themenkomplex sehr eng zusammen. Das ist die Frage nach der Rolle von Verfassungsschutzbehörden. Die gesamte Neonazi-Szene, insbesondere in Thüringen, war und ist besetzt von V-Leuten. Und gleichzeitig sagen alle Verfassungsschutzbehörden, wir hatten keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung, was sie machen, wir hatten keine Ahnung, wo sie stecken. Und das ist nicht so richtig plausibel. Und das wäre ein Bereich gewesen, wo Aufklärung dringend notwendig gewesen wäre. Ja? Je größer der Kreis der Tatbeteiligten ist, je größer der Kreis der Helfershelfer ist, umso sicherer stoßen sie auf den Staat in der Person oder in Personen von V-Leuten. So, und dieser Bereich wurde systematisch abgeblockt von der Bundesanwaltschaft, aber auch oft vom Gericht. Ja, ich fühle mich nicht sicher, wie Herr Schulz das sieht, aber das ist so mein Eindruck. Ja. Also die Frage nach der Größe des NSU, die Frage nach der Rolle von Verfassungsschutzbehörden, das sind zwei Blöcke, wo wahnsinnig viele Fragezeichen festzustellen sind. Und der letzte Bereich ist die Frage nach Rassismus. Und Sie werden überrascht sein, Rassismus war in diesem Verfahren relativ selten ein Thema. Die einzigen, die darüber sprechen wollten, mussten, waren Nebenkläger und ihre Anwälte. Solange es um den Rassismus der Nazis geht, die Ideologisierung des NSU, Thüringer Heimatschutz, Skinheads, war das im Saal von Seiten des Staates, also Bundesanwaltschaft und Gericht, noch toleriert. Sobald wir über den anderen Rassismus sprechen, den Rassismus in den Behörden gehen, musste man buchstäblich um jede einzelne Frage in sich kämpfen. Ich werde Ihnen gleich Beispiele geben. Ich habe mir diese Feststellung des institutionellen Rassismus nicht einfach gemacht. Nur wirklich nicht. Ich bin mandatiert worden Ende November 2011, also für jetzt 7 Jahre. Und ich habe dieses Wort zum ersten Mal in den Mund genommen nach 2,5, 3 Jahren. Ja, aber wir kommen daran nicht vorbei. Wir kommen nicht daran vorbei, über dieses Thema zu reden. Lassen Sie mich erklären, warum. Wir haben beim NSU die Möglichkeit, die Arbeit der Polizei zu vergleichen, untereinander zu vergleichen. Wir haben ja Morde gehabt in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Städten. Nürnberg, München, Kassel, Dortmund, Hamburg, Rostock, verschiedene Bundesländer. Und es gab zwar gemeinsame Aufbauorganisationen, ja, also die Soko, Rostocks, aber im Grunde genommen agierten dort die Ermittlungsbehörden vor Ort relativ unabhängig. Und wenn man sich das mal anschaut, was die dann gemacht haben, und welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Morde aufzuklären, kommt man nicht umhin festzustellen, dass
diese unabhängigen Polizeibehörden alle nach dem gleichen Muster handeln. So wie Fische in einem Schwarm. Man sieht keine direkte Kommunikation, aber alle schwimmen plötzlich in die gleiche Richtung. Und es sind vor allem drei Merkmale, die man dabei feststellen muss. Erstens, die umgehende, geradezu sofortige Kriminalisierung der Opfer. Zweitens, die Kriminalisierung der Angehörigen. Witwen, Halbwaisen, Geschwister. Und zum Dritten, das Ignorieren von Hinweisen auf die wirklichen Täter. Das sind drei Merkmale, die man fast an allen Tatorten sehr gut erkennen kann. Etwas anders war es in Kassel, aber unterm Strich war es in Kassel doch auch sehr ähnlich. So, lassen Sie mich mal die einzelnen Punkte mal durchgehen. Ja? Die Kriminalisierung der Opfer. Das erste uns bekannte Mordopfer war Ender Schimschek. Herr Schimschek war Blumenhändler und wurde am 11. September 2000 in Nürnberg ermordet. Herr Schimschek hatte keinerlei Vorstrafe, keinerlei Verbindung zur organisierten Kriminalität, keine Vorstrafen, nichts. Er wurde am Vormittag des 11. September 2000 ermordet. Am Nachmittag sprach die Polizei schon von einer möglichen Abrechnung im Drogenmilieu. Ohne jede Hinweise. Nichts. Gar nichts. Und das muss man feststellen. Es gab nichts, was diese Beschuldigung rechtfertigen würde. Wir haben im Verfahren 140 bis 150 Polizeibeamtinnen und Beamten als Zeugen gehört. Also die Damen und Herren, die damals in den Ermittlungen betraut waren. Und ich muss sagen, also mit das Schockierendste in diesem Verfahren war für mich zu sehen, wie sich diese Beamtinnen und Beamte in diesem Saal aufführen. Ein einziger hat sich umgedreht, ein einziger, und hat den dort sitzenden Halbweisen und Witwen gesagt, es tut mir leid, was sie damals für euch gemacht haben. Und dabei hat er dann geweint. Vor dem habe ich, für diesen Mann habe ich nichts als Respekt gemacht. Nichts als Respekt. Alle anderen saßen da relativ breitbeinig und taten so, als sei das, was sie damals gemacht haben, in bester Ordnung. Und das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass sie es morgen wieder so machen würden. Ich will das schreiben. Wie das dann so abgeht, die Befragung. Da kommt ein Beamter, der war damals in der Ermittlung im Mordfall Jascha betraut. Der Vater meiner Mandantin, den Nürnberger Mord, 2005. So, und der wird stundenlang befragt von den Richtern. Herr Schulz, Sie kennen das, wie das abläuft. Die Richter fragen als erstes, in der Regel hat es nur der Vorsitzende gefragt, aber sehr ausführlich. 30 Stunden lang. So, und dann ist die Staatsanwaltschaft an der Reihe, in dem Fall die Bundesanwaltschaft. Die fragten meistens nicht so viel. Und dann kam die Nebenklage an die Reihe. Nach 35 Stunden war ich an der Reihe. Bis dahin gab es nicht eine einzige kritische Frage hinsichtlich der Ermittlung von damals. Nicht eine einzige. Meine Frage war dann, Herr Zeuge, laut Akte haben Sie als erste Maßnahme Drogenspürhunde angefordert. Zudem in 400 Meter Entfernung ein Kinderspielplatz und Kuddelkasten für Kinder ausgesiebt auf der sogenannten Drogendepot. Warum? Bevor der Mann auch noch antworten konnte, drückt die Bundesanwaltschaft, ein Verzehrer auf den Knopf und sagt, Herr Vorsitzender, ich beanstande die Frage des Rechtsanwalts Daimler Brüder. Diese Frage hat nichts mit der Tat- und Rechtsfolgenfrage der hier Angeklagten zu tun. Punkt. Das ist, wie Linde gesagt, juristischer Quatsch. Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, BGH, Bundesverfassung, alle sagen, bei schwerwiegenden Straftaten müssen auch Aspekte wie Ermittlungen angezogen werden. Ich hatte in der Sache recht. Was sich dann entspannt, ist Folgendes. Dass dann sich ein anderer meldet, dann jemand von der Bundesanwaltschaft, dann das Gericht und dann geht es ein Hin und Her und das dauert dann so 20, 25 Minuten. Und in der Zeit sitzt der Zeuge in seinem Stuhl und wird immer entspannter. Er wird immer entspannter. Er merkt, er spürt, in diesem Gerichtssaal
habe ich verdammt starke Verbündete, die Damen und Herren von der Bundesanwaltschaft. Am Ende hilft es mir dann auch wenig, dass man mir recht gibt und sagt, ich darf diese Frage stellen, weil das Aussageverhalten des Zeugen natürlich beeinflusst ist. Der sagt dann so viel wie nötig und im Übrigen ändert es sich viel nicht. So, und das haben wir wieder und wieder und wieder erlebt. Und das ist eigentlich schon schlimm genug. Schon schlimm genug. Aber was mich wirklich geärgert hat, aufgebracht hat, ist die Tatsache, dass im Zeugenstand auch einfach, ja, zuweilen gelogen wurde, auch von Beamtinnen und Beamten. Das fängt an mit den Worten, warum haben Sie damals im Drogenmilieu gesucht? Und dann kommt die Antwort, ja, wir hatten doch keine anderen Hinweise. Diese Antwort, wir hatten doch keine anderen Hinweise, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Satz impliziert, dass es Hinweise gab auf Drogen. Diesmal nicht gab. Deswegen ist die Formulierung, wir hatten doch keine anderen Hinweise, schon mal eine Unverschämtheit mit Blick auf die Ermordeten. Vor allem aber ist sie einfach nicht wahr. Wir hatten doch keine Hinweise. Zurück zu Enver Şimşek, 11. September 2000. Der Mann wird am Vormittag, späten Vormittag ermordet. Am Nachmittag spricht die Polizei von einer möglichen Abrechnung Drogenhändler. Jetzt müssen Sie sich folgende Überlegung anstellen. Nach Lage der Dinge war die Ermordung von Enver Şimşek der erste Mord des Kernzuges. Der erste Mord. Die müssen hochgradig nervös gewesen sein. Das sieht man auch in der Tatausführung. Die haben auf Enver Şimşek 13 Mal geschossen. 13 Mal. Aber er war trotzdem nicht tot. Er war 3 Tage im Koma. Er hat überlebt. Man sieht an den folgenden Morden eine richtige Lernkurve. Die Zahl der abgegebenen Schüsse wird immer weniger. Die werden selbstsicher, aber man sieht das an der Tatausführung. So, zurück. Die sind nervös. Die sind aus Zwickau angereist, haben den Mann umgebracht und wieder zurück. Am nächsten Tag und am Montag darauf, wie gesagt, das war der Samstag, lesen Sie die Berichterstattung über den Mord. Woher wissen wir das? Weil in der Zwickauer Flugstraße im letzten Unterschlupf das sogenannte Pressearchiv gefunden wurde. Da waren so Ordner mit fein aus, räuberlich ausgeschnittenen Artikeln über die Mord. Die haben das nachgelesen. Und was lesen Sie da? Die Polizei geht von einer Abrechnung im Drogenmilieu aus. Die Nachricht an Sie ist doch folgendes. Erstens, jetzt haben wir einen Türken umgebracht und die Polizei kriminalisiert das Opfer. Gut. Zweitens, wir haben keinen Fahndungsdruck. Wir haben keinen Fahndungsdruck. Denn es wird ja nicht nach Nazis oder Rassisten gesucht, sondern nach Drogen-Mafiosen. Ich gehe davon aus, dass diese Nachricht Abrechnung im Drogenmilieu den NSU in seiner Strategie Menschen zu ermorden, die sich nicht schützen können, bestärkt hat. Davon gehe ich aus. Es ist so, es gab keine festgelegte NSU-Strategie, wo gesagt wird, wir machen das und das und das, sondern die haben sehr, sehr opportunistisch gehandelt. Sie haben sehr stark darauf reagiert, was sich im Umfeld tut, wie die Polizei reagiert. Der Mord an Enver Şimşek war im September 2000. Im Juni 2000, nur 3 Monate vorher, waren die in Berlin, Mundlos, Böhner, Schinke und 2 Personen, die nicht identifiziert werden konnten, und haben eine Synagoge ausgespielt. Das wissen wir, weil einer der polizeilichen Objektschützer die gesehen hat, wie die da rumschlichen und dann in der Nachbarn im Café saßen. Der hat die gesehen, am Abend gibt es im Fernsehen so einen Ahnungsaufruf und er kennt die wieder und meldet das der Polizei. Frau Tschepa hat ihm zugegeben, dass sie auch in Berlin gewesen seien, allerdings nur um Urlaub zu machen. So, die schauen sich die Synagoge an, im Juni 2000, sehen, dass die Synagoge aus gutem Grund hochgesichert ist. Poller, Kameras, Wachleute. Und gehen dann hin und sagen sich, jetzt bringen wir doch lieber Leute um, die sich nicht wehren können. So, und dann haben sie diesen ersten Mord, erfolgreich in Anführungsstrichen, vollbracht. Und sehen eine Polizei, die ihn nach ihm sucht. So, und alle Zeugen im Zusammenhang mit Enver Şimşek, also polizeilichen Zeugen,
sie stellten sich hin und sagten, ja, wir hatten doch keine anderen Hinweise. Nochmal, gefrischert. Vor allem ist nicht wahr. Wir hatten bei der Ermordung von Enver Şimşek 3 Zeugen, die von 2 verdächtigen Fahrradfahrern berichteten. Das sind nämlich nur ein Zeugen rekonstruiert. Ein Zeuge, der damals, also 2000, schon bei der Polizei ausgesagt hat und dann vom Gericht seine Aussage wiederholt hat. Ich weiß nicht, Herr Schulz, ob Sie an dem Tag da waren. Es war wirklich eine sehr eindrucksvolle Zeugenaussage. Der sagte Folgendes: Ich bin die Bundesstraße entlang gefahren. Da wird oft geblitzt, also bin ich langsam gefahren. Ich hatte die Fenster auf. Dann habe ich am rechten Straßenrand, das ist ein kleiner Parkplatz und da hier ist ein Wäldchen, einen Blumenlieferwagen gesehen. Blumenlieferwagen. Da stand irgendwas mit Blumen und Namen. Davor war aufgebaut ein Tapeziertisch. Auf dem Tapeziertisch befanden sich Eimer. Da waren Blumen drin. Den Blumenhändler habe ich ja nicht gesehen. Aber ich habe 2 junge Männer gesehen. Die waren direkt am Lieferwagen. In dem polizeilichen Protokoll von damals war sofort die Frage, sahen die türkisch aus? Antwort, nein, die sahen eher deutsch aus. So, und der Zeuge hat weitergeführt. Er hat gesagt, die beiden waren direkt am Lieferwagen. Der eine war halb im Lieferwagen. Seine rechte Körperhälfte ragte ins Dunkel des Lieferwagens. Sein rechter Arm war ausgestreckt. Er machte ruckartige Bewegungen und dazu hörte ich blechernde Geräusche. Der Mann hat ziemlich präzise Schussabgabe geschrieben. Damals schon. Aber es wurde nicht nach den beiden gefahndet. Stell dich doch mal vor, die Polizei hat gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen. Insbesondere suchen wir nach 2 jungen Männern, die so und so aussehen. Und vielleicht wäre es irgendjemandem in den Sinn gekommen, zu überlegen, Moment mal, das könnten doch Nazis gewesen sein. Und sind nicht im Nachbarbundesland 2 untergetaucht und eine Frau? Dieser Zeuge hat damals eine Aussage gemacht. Das hat aber keine Konsequenzen in der Fahndung gehabt. Dazu 2 weitere Zeugen, die auch ziemlich präzise beiden Fahrradfahrer, also junge Männer in Radlerklamotten geschrieben haben. 3 Zeugen bei der Ermordung von Enver Şimşek. 2 Zeuginnen bei der Ermordung von Harald Friedrich in München. 5 Zeuginnen und Zeugen bei der Ermordung von Ismail Yaşar in Nürnberg. 4 Zeuginnen und Zeugen bei der Ermordung von Mehmet Kubaşık in Dortmund. In den Polizeiprotokollen beschreibt eine Zeugin, die beiden jungen Männer mit Pfeilen direkt am Kiosk, wo Herr Kubaşık umgebracht wurde. Und der Polizeibeamte fragt im Protokoll, sahen die aus wie Türken? Antwort der Zeugen, nee, die sahen aus wie Nazis. Steht, was ich meine? Ich meine, wir haben ein ziemliches Debakel erlebt. Ein Debakel. Und wir sollten nicht von Pannen reden. Panne ist, sie fahren wie die lauten Landstraßen und haben einen Platten. Kommt mal vor. Aber wir haben jetzt nicht mit einer Panne zu tun. Wir haben es hier mit einer Vielzahl von bewussten falschen Entscheidungen zu tun. Die Opfer wurden allesamt kriminalisiert. Im zweiten Schritt, Hinweise auf die wirklichen Täter ignoriert. Dritter Schritt, die Opfer angehören. Man hat halbwüchsige Halbweisen verdächtigt. Man hat Witwen verdächtigt. Und wenn man sagt verdächtigt, ja, das hört sich ja unangenehm an, aber nicht wirklich schlimm. Aber lassen Sie mich das mal schildern, was da geschehen ist. Zurück zu Enver Şimşek. Am frühen Nachmittag tauchen 2 Polizeibeamte bei den Şimşeks zu Hause auf. Adile Şimşek, die Witwe, die jetzige Witwe, macht die Tür auf. Die beiden Beamten sagen, du musst mitkommen, dein Mann liegt im Krankenhaus. Dass sie geduzt wird, wird nur aufgrund meiner Protokolle geschildert. Frau Şimşek ist aufgeregt, steigt ins Auto und man fährt los. Und nach einer Weile fragt sie, in welches Krankenhaus fahren wir denn? Polizeibeamte, wir fahren nicht ins Krankenhaus, wir fahren erstmal auf die Wache, wir müssen nicht vernehmen. Der Mann liegt im Sterben. Der Mann liegt im Sterben und bringt die Witwe lieber doch erstmal auf die Wache. Die erste Frage auf der Wache war gar keine Frage. Es war einfach eine Aussage und ein Fragezeichen. Was weißt du über die Drogengeschäfte deines Mannes? Frau Şimşek vollkommen schockiert. Was für Drogengeschäfte? Wir verkaufen Blumen. Wollte man ihr nicht glauben. In den folgenden Monaten wurde sie immer und immer wieder geladen als Zeug. Ja? Was sie nicht wusste ist,
dass zur gleichen Zeit ihr Handy abgehört wurde, das Telefon, ihr Auto war verwanzt, das Auto ihres Bruders war verwanzt, das Handy ihrer Tochter war verwanzt, die war damals 17. Man hat E-Mails gelesen, man hat Post geöffnet, das ganze Programm. Und gleichzeitig hat der Mitgliedsleiter immer so getan, als sei der freundliche Onkel von der Polizei, der ihnen doch nur helfen wollte. Ich war in dem Dorf, aus dem die Schimpfschicht stammen. Habe mich dort mit dem Dorfbewohner unterhalten. Ja? Und habe ein Bild von dieser Familie gewonnen, die ich jetzt auch in der Staatshaftungsklage erzählte. Ja? Die Dorfbewohner sagten, ja, lachten, wenn sie Ender hörten, Adilet. Die sagten, und Sie werden gleich verstehen, warum ich Ihnen das erzähle. Die sagten, wissen Sie, der Ender und Adilet, das waren unsere Romeo und Julia. Die haben sich kennengelernt, da war sie 15, 16 und er so 17. Und am Jahr haben sie geheiratet. Und die waren verknallt die ganze Zeit. Die Kinder der beiden haben mir gesagt, wie peinlich berührt sie waren, wenn die Eltern sich nach Jahren nach der Hochzeit so kleine Liebesbücher stiegen. Adile Schimschek hat mir gesagt, dass sie nach der Hochzeit keine Nacht mit Zett verbracht hätten. Dass wenn Enver beruflich unterwegs wäre, und dass der Termin ging bis 12, er trotzdem ins Auto gestiegen ist und nach Hause gekommen ist. Die waren ein Herz und eine Seele. Ja? Und es waren fromme Leute, keine engstirnigen Leute. Weltoffen und fromm. Adile Schimschek wird irgendwann wieder zur Polizei zitiert. Der gleiche Beamte, aber diesmal stehen noch 4, 5, 6 jüngere Beamte im Saal herum. Im Raum herum. Manche grinsen. Der Mitgliedsleiter fragt diese Frau, also Adile Schimschek, eine dieser fromme Frau, auch sichtbar fromm, Kopftuch und alles. Sagen Sie, wie oft hatten Sie eigentlich Sex mit Ihrem Mann? Und gab es da irgendwelche Besonderheiten? Also Sex war praktikmäßig. Und Adile Schimschek ist schockiert und sagt, was hat das mit dem Mord an meinem Mann zu tun? Der Beamte, wir kommen gleich zu Hause, kläre ich später. Und alle im Raum grinsen herum und gucken sie vor. Und Adile Schimschek erzählt, also mit so wenig Worten wie möglich, aber das ist normal halt, wie unter Ehe-Leuten üblich. Aber warum, fragt sie dann. Der Beamte schiebt ihr als Antwort ein Foto über den Tisch und fragt, kennst du diese Frau? Zu sehen ist auf dem Foto eine attraktive Frau. Adile Schimschek, nein, wer ist das? Der Beamte grinsend, das ist die Geliebte deines Mannes. Die haben auch 2 Kinder miteinander, wusstest du das nicht? Und lachen, alle grinsen im Raum. Und dann die Frage, willst du uns jetzt was über den Drogengeschäft deines Mannes erzählen? Und Adile Schimschek, ich weiß nichts von Drogen, aber wenn mein Mann mit dieser Frau Kinder hatte, dann muss er diese Frau geliebt haben. Dann möchte ich sie kennenlernen, dann sind das auch meine Kinder. Eine Antwort, die man nicht erwartet hat. 4, 5 Jahre lang zermartert sich diese Frau im Kopf. Kannte ich meinen Mann vielleicht doch nicht? Lebt er ein Doppelleben? Ist er vielleicht doch irgendwie mit Drogengeschäften in Verbindung? Sie zweifelt an dem Verstand. Dann Selbstbetanung am 4.11.2011 und dann stellt sich heraus, es gab keine Geliebte. Es gab auch keine Kinder. Es war frei erfunden. Und da ist meine Frage, geht man so mit einer Witwe um? Und wäre man mit einer Witwe, die Müller-Meyer-Schmidt geheiratet hätte, so umgegangen? Da habe ich große Zweifel. Und in der einen oder anderen Form wiederholen sich die Geschichten. Ja? Man hört Geschichten von den einzelnen Opfern. Ich habe mit dem Bruder von Bulgarien, von den Bulgarien gesprochen und vielen anderen. Ja? Und das sind wirklich schreckliche Geschichten darunter. Und weil das eben ein System ist, ja, 5 Minuten, geben Sie einem anderen wie ein Mikro. Oder ein Koch. Weil das ein System ist, das hat keine Panne. Ja? Und wir müssen über institutionellen Rassismus sprechen. Und institutioneller Rassismus bedeutet nicht, dass in einer Institution alle Rassisten sind, sondern es bedeutet, dass in einer Institution es Abläufe gibt, geschiedene und ungeschiedene Wege. Dinge, die man schon immer so gemacht hat, die Vorgesetzten so machen. Und die im Ergebnis dazu führen, dass bestimmte Menschen regelmäßig schlechter behandelt werden als die Mehrheit. Das ist wichtig zu verstehen, weil wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen, wir müssen uns nicht nach Nazis im Polizeiapparat umschauen. Es gibt auch bestimmt Nazis,
mit Bolsonaro. Aber größer, noch quantitativ größer ist das Problem, dass eben es so eine Art Rassismus gibt, der nicht als solch erkannt wird. Und was wir hier im NSU-Kontext erlebt haben, war postmortales Racial Profiling. Ein toter Türke auf dem Boden konnte kein Opfer sein, muss irgendwie Täter sein. Postmortales Racial Profiling. Und über dieses Thema zu sprechen, verweigerte sich das Gericht. Verweigert sich die Politik. Und wissen Sie, all das, was man nachlesen kann in den Akten, spricht eine deutliche Sprache. Ich habe eine operative Fananalyse aus Baden-Württemberg. Das ist eine, diese Fananalyse werden geschrieben, wenn es um die Identifikation von Seelenstraftätern geht. Gelesen aus Baden-Württemberg, Landeskriminal Baden-Württemberg, im Auftrag des Landeskriminal Bayern. Wir haben über 200 Seiten ein Gericht geschrieben und haben Überlegungen angestellt, wer ist der Täter. Und das wird geschrieben nicht von Verkehrsstreifenpolizisten, sondern von erfahrenen Kriminalisten. Diplom-Psychologen, Polizeidienst, manchmal sind es 20, 30 Leute. Und die haben diese geschrieben, das war der letzte. Wer ist der Täter oder die Täter im NSU-Komplex? Und man liest das Ding durch, so 200 Seiten in so einer pseudowissenschaftlichen Geschwurbel geschrieben. Und da stehen die Sachen drin, da wundert man sich. Alle Opfer waren in der einen oder anderen Form in Verbindung mit der organisierten Kriminalität. Die Tatsache, dass wir dafür keine Beweise haben, illustriert, wie hochgradig konspirativ die späteren Opfer vorgegangen sein müssen. Ich beschuldige jemanden einer Straftat, habe keine Beweise und das ist für mich der Schluss, dass sie besonders gefährlich sind, weil sie sind hochgradig konspirativ. Und dann liest man weiter und dann kommt so ein Satz, den ich ungelogen viermal gelesen habe, bevor ich mir sicher war, dass ich ihn nicht verstanden habe. Da steht drin, Sie werden das kennen. Dann unser Kulturkreis. Die Tötung eines Menschen, die mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung, von weit außerhalb stammen. Also wir Deutschen haben so eine überlegene Kultur. Wir bringen keine Leute um. Sie müssen schon Ausländer sein, weil die haben ja keinen Respekt vor dem Leben oder Ethik oder Moral. Und jetzt könnte man noch sagen, na gut, also Ausländer, das könnte ja auch Norweger gemeinsam oder Kanadier. Aber Moment, das Papier geht ja weiter. Und wenn ich jetzt sarkastisch oder zynisch klinge, ist es, weil ich zynisch und sarkastisch bin. Da steht dann weiterhin, alle Opfer wurden in einer besonders brutalen Art und Weise öffentlich hingerichtet. Dies deutet darauf hin, dass im Hintergrund ein Häuptling agiert. Ein Häuptling, dessen Ehre von den später Ermordeten verletzt worden ist und der durch diese Art der öffentlichen Hinrichtung seine verletzte Ehre wiederherstellen wollte. Und solche Ehrvorstellungen herrschen nun mal im Süden bzw. Europa. Schritt 1. Kann man auch da sein, Schritt 2, Türke, Kurde, Araber, irgendwas in der Ecke. Und wissen Sie, dieses Papier beschreibt eigentlich zusammenfassend das, was wir da erlebt haben. Das, was wir in diesem Komplex erlebt haben. Und deswegen, das NSU-Verfahren ist natürlich vorbei, aber haben wir mit dem NSU-Verfahren so eine Art Umdenken gehabt? Haben wir ein neues Denken? Ja? Haben wir aus dem NSU gelernt? Beim Thema Rassismus haben wir das nicht getan. Wir hatten Racial Profiling vorher, wir hatten Racial Profiling währenddessen und wir haben auch heute noch Racial Profiling. Ja, und ich meine, wenn wir nicht bereit sind, die Dinge beim Namen zu nennen, wenn wir nicht bereit sind, in den Abgrund zu blicken, auch auf die Gefahren, dass der Abgrund zurückblickt, dann werden die Dinge sich nicht ändern. Dann werden die Dinge, die sich nicht ändern, dann werden die Dinge weiterlaufen. Und das ist eine Sache, die eigentlich für jeden Staatsbürger unerzählbar sein sollte. Für jeden Menschen, der in diesem Land lebt. Wenn wir das so einfach hinnehmen, dann sind die Toten wirklich, wirklich umsonst gestorben. Wenn wir diese Katharsis, du weißt, dass es nur halbe Katharsis war, wir hatten eine Katastrophe, aber keine Läuterung. Diese Katastrophe, wenn wir das nicht zum Anlass nehmen, grundsätzliche Fragen zu stellen. Was muss denn eigentlich dann noch passieren, bevor wir das tun? Bevor wir wirklich uns überlegen, können wir ernsthaft und ehrlich von einem Rechtsstaat sprechen, der alle Menschen gleichermaßen schützt, würdigt, ehrt? Und die traurige Wahrheit, und ich komme jetzt zum Schluss, ist,
dass sie Opfer des NSU und ihre Angehörigen in doppelter Weise schutzlos waren. Ihre Herkunft und die Tatsache, dass sie eben relativ arm waren. Diese Kombination aus Herkunft und soziale Lage hat diese Menschen besonders verletzlich gemacht. Und es ist deswegen besonders traurig, weil gerade diese Menschen ja auf den Schutz des Rechtsstaates angewiesen sind. Und gerade weil aus den Gründen, wegen derer sie angewiesen sind, wurden sie im Stich gelassen. Und deswegen, ja, der NSU-Verfahren, das Verfahren in München ist vorbei, aber der Kampf geht weiter. Vielen Dank. Für diesen Rückblick, für diesen durchaus bitteren Rückblick auch. Ich denke, es gibt viele Fragen, die wir hier nochmal diskutieren können. Viele Nachfragen vielleicht auch im Publikum. Wir werden jetzt unser Podiumsgespräch beginnen und ich möchte unsere Podiumsgäste nochmal ganz herzlich willkommen heißen und stelle sie auch nochmal kurz vor. Hier rechts von mir sitzt Olivia Sama. Sie ist Leiterin der hier in der Bildungsstätte Anne Frank angesiedelten Beratungsstelle Response. Response ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hier in Hessen. Bei Response wird Betroffenen psychosoziale als auch rechtliche Beratung und Beistand angeboten. Rechts ganz außen sitzt Sirat Wiegenroth. Sie ist Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland seit 2016, aber schon seit sehr vielen Jahren in der Initiative aktiv und wird sicherlich noch mal mehr von den Aktivitäten der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ISD abgekürzt, berichten. Und Dr. Tanjiv Schulz ist auch da. Er hat, herzlich willkommen auch hier nochmal, er hat jahrelang für die Süddeutsche Zeitung über innere Sicherheit und auch den NSU-Prozess berichtet und nun ist er Professor in Mainz an der Universität. Und erst kürzlich erschienen ist sein Buch über den NSU mit dem Titel NSU, der Terror von rechts und das Versagen des Staates. Jetzt ist auch bei ihm im Titel das Versagen des Staates ganz zentral, auch bei Ihnen, Herr Daimler-Wieler, Sie sagen, der Staat hat versagt. Sie haben tausende von Aktien, von Aktenseiten. Schön, und ganz viele Zeugenaussagen, weitere Berichte analysiert. Worin äußert sich aus Ihrer Sicht ganz konkret das staatliche Versagen? Gut, eine sehr große Frage, die ich glaube ich nicht beantworten kann in einem Satz. Und ich möchte nicht jetzt auch den Vortrag von Mehmet Daimler-Wieler da unnötig jetzt verlängern. Also vieles ist auch angesprochen worden. Wir mögen uns in Nuancen und manchen Bewertungen im Detail vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterscheiden, aber das würde jetzt nur ein Fachgespräch ausarten. Das Ergebnis, zu dem Mehmet Daimler-Wieler gelangt ist, ist sehr ähnlich zu dem Ergebnis, zu dem ich auch gelangen würde. Und das Versagen des Staates, das Versagen des Staates, um das ganz kurz aufzureißen, das deutete sich auch schon an bei Mehmet Daimler-Wieler, das zieht sich eben leider durch alle möglichen Ebenen der Sicherheitsbehörden und der Behörden in Deutschland, wie auch durch den gesamten Fall. Nach dem Untertauchen des Trios gab es eine Versagenskette. Und Versagen bedeutet für mich im Übrigen sowohl teilweise absichtsvolles Handeln, da können auch rassistische Strukturen eine Rolle spielen. Es können auch an einigen Stellen so etwas wie unabsichtliche Pannen oder schlichte Schlamperei, auch das gibt es natürlich in Behörden. Alles Mögliche kam da zusammen. Also es gab diesen einen Versagensstrang nach dem Untertauchen des Trios, dann gab es einen Versagensstrang bei den Mordermittlungen, die Dinge wurden ja auch nicht zusammengeführt, und dann gab es einen dritten Versagensstrang nach dem Entdecken des NSU, das betrifft die Frage, wie konsequent war die Aufklärung, was passierte da an Schreddern und so weiter, all diese Dinge. Das heißt, es zieht sich so durch und das genau ist das Problem und wir erleben ja, dass seit einigen Monaten der Begriff des Staatsversagens und ausgerechnet von rechtsextremer Seite verwandt wird. Den Begriff lasse ich mir aber nicht okkupieren von denen. Damit wird daher verbunden ein Kontrollverlust, ein angeblicher Hinblick auf die
der Migrationsbewegung, das halte ich für Quatsch, aber ich sehe das hier, dass wir es mit dem Staatsversagen oder dem Versagen des Staates in diesem NSU-Fall zu tun haben. Rückblickend wäre das ganz interessant, eben auch auf das Ende zu schauen des NSU-Prozesses. Olivia Kramer, aus der Perspektive der Betroffenen und der Angehörigen, wie ist da der Rückblick auf den NSU-Prozess? Wie äußert sich sozusagen, oder wie wird hier das staatliche Handeln beurteilt? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie, Herr Dammermüller, das noch besser beantworten können, weil Sie natürlich nah an den Angehörigen dran sind. Und ich das jetzt mal sozusagen aus dem, was ich verfolgt habe, sagen kann und vielleicht auch eine Parallele ziehen kann zu den Menschen, mit denen wir in der Beratungsstelle arbeiten. Also zum einen bezieht sich natürlich die Wirkung des Prozesses nicht nur auf das Ende des Prozesses, sondern auf den gesamten Prozess. Und da hat eine ganz, ganz große Enttäuschung stattgefunden. Man kann sagen, dass das Gericht oder der Ort im Gericht, dem wird ja sehr viel Bedeutung beigemessen. Und insbesondere, wenn es darum geht, mir ist ein Unrecht widerfahren und ich suche einen Ort, der sozusagen, an dem Recht gesprochen wird, an dem ich Gerechtigkeit erfahre und an dem Aufklärung stattfindet. Und mit dieser Aufklärung zusammenhängt, dass sozusagen das, was mir passiert ist, an Gewalt anerkannt wird, benannt wird und die Täter entsprechend verurteilt werden oder die Verantwortlichen dafür entsprechend verurteilt werden. Und das hat sich durch den ganzen Prozess eben durchgezogen, dass das nicht passiert ist und dass ganz, ganz viele Fragen offen geblieben sind und dass viele danach, nach dem Prozess gesagt haben, ich kann damit nicht abschließen. Für mich ist sozusagen noch lange kein Abschließen möglich und in irgendeiner Form der Rückkehr in irgendeinen Alltag. Und das finde ich schon sehr bitter. Ich denke, dass vor allen Dingen ein wesentlicher Punkt, und Herr Dammermüller hat vieles schon angesprochen, ist natürlich dieses Festhalten an dieser Trio-These und diese Verurteilung von den dort angeklagten Personen. Und ich denke, das hat dann am Ende auch niemanden groß überrascht, wie der Prozess ausgegangen ist. Aber es ist ganz, ganz viel im Unklaren geblieben. Und Gamze Kubaschik hat in einer Pressekonferenz gesagt, dass sie dass das Sicherheitsgefühl nachhaltig erschüttert ist. Und man muss sich vorstellen, es geht jetzt sozusagen in dem Prozess auch nicht nur darum, dass ich Gerechtigkeit erfahre, sondern dass ich auch irgendeine Form von Schutz gewährleistet kriege. Und sie hat gesagt, wenn ich jetzt durch Dortmund laufe, dann weiß ich nicht, ob ich in der U-Bahn oder irgendwo Menschen begegne, die Mittäter waren, die verantwortlich sind, die geholfen haben und die weiterhin auch in diesen Netzwerken unbehelligt agieren können. Und dieses erschütterte Sicherheitsgefühl betrifft nicht nur die Betroffenen, die Angehörigen, jetzt direkt Betroffenen vom NSU-Terror, sondern das betrifft natürlich auch alle, an die sich die Botschaft dieses Terrors gerichtet hat, nämlich Migrantinnen und Migranten, Personen of Color, schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden. Also es ist insgesamt sozusagen, wurde auch versagt, diesen Menschen in irgendeiner Form zu vermitteln, dass sie irgendeine Form von Schutz auch erfahren und ein Sicherheitsgefühl haben dürfen. Vielen Dank, Sirat. Ich würde dich gerne fragen, insbesondere aus dem Blick der Personen, die sich als die solidarisch sind, gewesen sind und aus der Zivilgesellschaft mitgewirkt haben, auch maßgeblich mitgewirkt haben, was die Selbstenttarnung des NSU betrifft. Wie wurde da das Prozessende beurteilt? Vielleicht auch aus der konkreten Perspektive der ISD. Also, ich glaube, das wird auch schon gesagt, das Urteil war zu erwarten. Es fängt tatsächlich damit an, wie wurde überhaupt in die Verhandlung gegangen und mit welcher These. Das heißt, es war zu erwarten, also es gab eigentlich nicht viele Angeklagte für das ganze Netzwerk, was den NSU getragen hat. Und es war zu erwarten, dass Cepte da als Person einfach, also so, sie ist, es wird in ihr personifiziert, so, und dann kann es versucht werden, abzuhaken von Seite des Staates. Und ich wollte auch nochmal auf dieses Staatsversagen
Also ich würde es auch so nennen und gleichzeitig denke ich, ist es doch noch zu weich, weil Versagen bedeutet, man würde es versuchen und es, daran zweifeln wir. Also so, dass, weil was würde es bedeuten, wenn wirklich versucht wird und es geschafft wird, das aufzuklären, zu, reinzugehen in die Strukturen und zu sehen, wer das alles mitgetragen hat. Einmal in der Gesellschaft von Rassisten und Rassistinnen, aber dann auch in den staatlichen Institutionen, ob es Nazis sind, die da drin sitzen oder auch welche, die einfach nur institutionell das mittragen. Das würde bedeuten, der Apparat kann so nicht weiter funktionieren. Und ich glaube, dass da nicht angesetzt werden möchte. Also so, deswegen ist also so das Versagen, es wurde nicht mal versucht. Und genau, für uns bedeutet das als Verein und dass wir uns solidarisieren, dass wir die Verantwortung mittragen, immer wieder darauf hinzuweisen. Das heißt ja auch NSU-Komplex, kein Schlussstrich, immer noch, es wird immer noch Aufklärungsarbeit geleistet, die aber irgendwie nur von zivilgesellschaftlicher Seite geleistet werden muss gerade. Und das heißt, da müssen wir uns auch mit den Leuten solidarisieren, die es betrifft, die es tun, die das Ahnungsgefühl haben. Und dann auch die rassistischen Strukturen oder Mechanismen greifen auch bei schwarzen Menschen. Das heißt, ich glaube, wir kennen das Gefühl sehr gut mit, also so können das sehr gut nachvollziehen und sehen da uns in der Verantwortung mit drin. Ich habe wieder auf jede Frage, wie Frauenwürde damit umgegangen sind. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber für die Menschen, ich verzichten habe, das sind meine Mandanten und Mandanten. Die sind nicht naiv. Die sind nicht naiv. Die waren nie naiv. Die sind nicht mit der Erwartung herangetreten, so jetzt gibt es ein großes Verfahren, einen großen Prozess und am Ende des Verfahrens liegt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit auf dem Tisch. Das haben die nicht eine Sekunde erwartet. Nicht eine Sekunde. Und auch ich habe das nicht erwartet. Jetzt sollte man meinen, wenn wir das nicht erwartet haben, sollten wir eigentlich auch nicht enttäuscht sein über das Ergebnis. Aber das Interessante ist, es geht eben nicht um das Ergebnis. Es geht nicht um das Urteil. Wissen Sie, man muss einen Schritt zurücktreten und sich die Frage stellen, was ist Sinn und Zweck eines Strafverfahrens? Es ist nicht Sinn und Zweck eines Strafverfahrens, ein Urteil zu provozieren, Freispruch oder Verurteilung, sondern ein Strafverfahren dient einem übergeordneten Zweck. Der übergeordnete Zweck ist die Wiederherstellung des Rechtsfriedens. Ja? Es ist schlimm, was Schlimmes passiert. Der Staat, dessen wichtige Aufgabe es ist, den Menschen zu schützen, hat versagt. So, und jetzt will der Staat, und das sagen Rechtsphilosophen seit 250 Jahren, jetzt will der Staat zeigen, in diesem Strafverfahren, wir lassen die Sachen nicht auf sich beruhen, sondern wir gehen den Dingen nach. So, jetzt sagt der Bundesgerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das Bundesverfassungsgericht, je schwerwiegender eine Tat ist, umso mehr muss aufgeklärt werden. Wenn es eine ungeklärte Rolle staatlicher Organe gibt, muss noch mehr aufgeklärt werden. Wenn es sich um einen Fall von Hasskriminalität handelt, und das sagt das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dann muss noch mehr aufgeklärt werden. Warum? Weil es einen Unterschied macht, ob jemand angeschossen wird, weil man ihn ausrauben will, oder weil jemand angeschossen wird, weil er eine Kippa trägt. Weil im letzteren Fall geht es eben nicht um die Rechtsgüter des einzelnen Menschen, sondern es geht um ihn stellvertretend für die Gruppe. Man will die gesamte Gruppe verunsichern. Ja? Und wenn man das als Staat, und das sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, durchgehen lässt, dann erodiert am Ende des Tages die gesamte Werteordnung einer Demokratie. So, das muss man verstehen, ja? dass es diesen übergeordneten Zweck gibt. So, und jetzt sagen alle Gerichte, und das ist auch richtig so, der Rechtsfrieden wird nicht notwendigerweise dadurch wiederhergestellt, dass am Ende alles aufgeklärt worden ist, sondern es reicht, wenn alle Beteiligten sehen, der Staat gibt sich Mühe, der Staat tut alles, um aufzuklären. Und wenn am Ende des Tages der Staat versagt, wenn er nicht alles aufgeklärt hat, nachdem er alles versucht hat, kann von der Rechtsgemeinschaft erwartet werden, dass sie sich beruhige. So heißt es in dem Urteil. Aber das
Genau das haben wir nicht erlebt. Wir haben eben nicht einen Staat erlebt, der sich Mühe gibt. Und deswegen, daher rührt die Enttäuschung. Ja, nicht das Urteil, sondern die Art und Weise, wie eben ganz offensichtlich wesentliche Aspekte dieses Komplexes auf Seite gedrückt worden ist. Wie soll denn da Rechtsfrieden wieder einkehren? Wie soll denn da die Menschen denken, jetzt kann ich mich wieder auf den Staat verlassen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen ist das Verfahren am Ende des Tages für mich die Chronik einer verpassten Chance. Einer verpassten Chance, wo dieses Land sich hätte hinstellen können und sagen können, pass mal auf, hier ist wirklich, wirklich Schlimmes passiert und wir haben auch Fehler gemacht und diesen Fehlern gehen wir nach. Wir gehen diesen Fehlern nach und wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Und das hat doch keiner gesehen. Wer hat das gesehen von uns? Ich habe es nicht erlebt, meine Mandantinnen und Mandanten haben es nicht erlebt. Und deswegen ist dieses Verfahren eine Enttäuschung. Ja, ob jetzt Herr Wolf eben 12 oder 11 Jahre bekommt, ja, das war ja im Vordergrund. Die Menschen wollen verstehen, meine Mandantinnen wollen verstehen, warum wurde unser Vater zum Tode verurteilt? Hat ihn irgendjemand aus der Umgebung auf eine Todesliste gesetzt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Haben wir jahrelang, und das haben wir ja vollkommen richtig gesagt, Sie haben es gesagt, haben wir jahrelang vielleicht Mithelfer begrüßt? Warum hat der Staat uns nicht beschützt? Warum hat der Staat uns beschuldigt? All diese Themen sind ja Themen, die ja nicht nur diese Menschen bedrücken, sondern auch uns bedrücken sollten. Machen wir uns nichts vor, in der einen oder anderen Form kann das jedem von uns passieren. Ja? Die einen aus rassistischen Gründen, die anderen aus homophoben Gründen, die anderen aus islamophoben Gründen. Es gibt Gründe genug, warum der Staat manche Menschen anders behandelt als andere. Und mir gibt das, ehrlich gesagt, zu denken. Auf der anderen Seite wäre es auch Hoffnung, wenn ich sehe, dass am Freitagabend wir zusammenkommen und uns damit auseinandersetzen, weil wir hatten doch vorher zum Thema Rassismus eine Sprachlosigkeit. Ja, das Thematisieren des Rassismus war doch schon eine Unverschämtheit in den Augen von vielen. Vor allem, wenn der das thematisiert, selber nicht Hans ist. Ja? Und das ist dann vielleicht das einzige Zipfelchen an Hoffnung, was ich rausziehen kann. Dass wir jetzt den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Je dunkler deine Hautfarbe ist, umso schlechtere Karten hast du es in der Justiz. Wenn du ein Sinti oder Roma bist, hast du ein echtes Problem. Wenn du sozial nicht sichergestellt bist und dir keinen Anwalt leisten kannst, hast du ein echtes Problem. Und all diese Dinge kollidieren doch mit unserem Selbstverständnis von einer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist es, und sie wird jeden Tag angetastet. Jeden Tag. Hat sich verändert, es ist möglich. Viele haben dieses Jahr auch im Rahmen der MeToo-Debatte beispielsweise gesagt, naja, es ist ganz neu, es gab zwar sehr viel Abwehr von den Erlebnissen, die viele berichtet haben im Zuge des Hashtags MeToo, also Me2, wie sie Rassismus erlebt haben, sei es auch in Institutionen, in Behörden, wo auch immer. Und gleichzeitig haben viele gesagt, naja, es ist die erste Rassismusdebatte seit langem überhaupt, das heißt, wir konnten öffentlich darüber diskutieren. Und institutioneller Rassismus, tatsächlich ein erstmal schwieriger Begriff. Also was meint das eigentlich ganz konkret? Sie haben es natürlich ausgeführt, ich habe noch eine Definition mit dabei und mich würde auch nochmal interessieren, aus den verschiedenen Arbeits- und Forschungsfeldern, aus denen Sie oder ihr alle jetzt gerade auch hier sitzt, wo äußert sich denn dieser konkret? Vielleicht auch nochmal an anderen Beispielen. Wir haben das jetzt sozusagen am Beispiel des NSU-Komplexes dargestellt bekommen. Also wo äußert sich bei dir beispielsweise in der Beratungsstelle, die am institutionellen Rassismus, in welcher Form, was berichten Betroffene oder was sind sozusagen Herausforderungen auch für euch selbst? Ich kann auch meine Definition gerne nochmal vorlesen, wobei ich auch sagen könnte, naja, es ist eine, die ist aus dem, die für den europäischen Raum wohl bedeutende Definition, und zwar ist sie aus dem Abschlussbericht von einer Kommission 1999 aus England, von einem Fall, also er weist der britischen Polizei eben vor allem nach im Fall des Stephen Lawrence. Genau, Stephen Lawrence, dieser Fall, ein Mord, ein rassistischer Mord in den schwarzen Teenager Stephen Lawrence, wo auch eben die rassistische Tatmotivation per se vernachlässigt worden ist und es zu einer ganz interessanten Definition gekommen ist,
die ja auch hier im NSU-Untersuchungsausschuss zitiert wird, soweit ich weiß, in den letzten. Und zwar wird institutioneller Rassismus wird definiert als kollektives Versagen einer Organisation für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Kultur, angemessene und professionelle Dienstleistungen zu erbringen. Und institutioneller Rassismus findet sich in Arbeitsabläufen, Einstellungen und Verhaltensweisen, die zu Diskriminierung führen, weil sie auf unbewussten Vorurteilen, Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypen die Migrantinnen oder People of Color benachteiligen. Würde dir jetzt nochmal die Frage stellen, wie äußert sich das bei dir ganz konkret? Gerne auch, wer auch danach möchte, das mal. Also zum einen äußert es sich ganz konkret in den Geschichten, die die Betroffenen uns erzählen, die zum einen ganz, ganz häufig von Racial Profiling berichten. Also wir haben viele Beratungsfälle in dem Kontext Racial Profiling oder auch rassistische Polizeigewalt oder auch es ist ein rassistischer Übergriff passiert und der Umgang danach durch die Polizei, also da wiederholt sich sehr, sehr viel, was wir aus dem NSU auch kennen, an Täter-Opfer-Umkehr durch Polizeibeamte, die vor Ort sind, in den Zeugenvernehmungen und so weiter. Das zum einen. Und vielleicht, um das gleich auch im Kontext zu stellen, ist gleichzeitig, würde ich sozusagen in diesem Kontext institutionellen Rassismus noch mit reinnehmen, dass für diese Tatsache, dass wir ein Problem mit Racial Profiling haben, kein politisches Bewusstsein herrscht und auch keine Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen, um das zu ändern. Und vielleicht, wurde unter anderem von ADIBE, vom ADIBE-Netzwerk, also Antidiskriminierungsnetzwerk, auch in der Bildungsstätte Anne Frank angesiedelt, wurde der Wahlkompass zur Landtagswahl in Hessen durchgeführt und da gab es eine Frage an alle Parteien, nämlich zum Thema Racial Profiling und unabhängigen Beschwerdestellen. Und da wurde eben von der CDU ganz konkret gesagt, dass es kein Problem gäbe damit, also dass es keine Notwendigkeit gibt für unabhängige Beschwerdestellen und auch für Statistiken keine Notwendigkeit gibt. Das spielt, denke ich, schon auf jeden Fall da rein. Die Stelle, an der es uns auch begegnet, ist, wir haben unser Dachverband, der Verband der Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, veröffentlicht jedes Jahr die Zahlen, die sozusagen dokumentiert sind, rechter, rassistischer und antisemitischer Angriffe, Gewalttaten, muss man sagen, also nicht Straftaten, sondern Gewalttaten. Und im letzten Jahr, für 2017, wurden 1.185 Gewalttaten gezählt. Das sind nicht alle Bundesländer vertreten, sondern nur die, die tatsächlich auch ein Monitoring durchführen. Und da haben wir mehr als 1.800 direkt Betroffene von dieser Gewalt. Und wenn wir jetzt über institutionalisierten Rassismus sprechen, dann frage ich mich, wenn ich jetzt mir die Medien angucke, wo findet das eigentlich seinen Niederschlag? Also wo gibt es einen Aufschrei darüber? Wo wird das berichtet? Warum ist das überhaupt nicht sichtbar? Und warum ist sozusagen ein Rassismus und ein gewaltförmiger Rassismus, der in der Bundesrepublik Alltag ist für viele Menschen, wieso wird er nicht skandalisiert von der breiten Gesellschaft? Und das hat auch ganz viel damit zu tun. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns auch Chemnitz angucken, da war es auch so, dass die Fälle durch zivilgesellschaftliche Akteure an die Öffentlichkeit kamen, nicht durch die Polizeipresse, nicht durch Journalisten, die sozusagen nochmal recherchiert haben, sondern es braucht wirklich das zivilgesellschaftliche Engagement, diese Fälle auch öffentlich zu skandalisieren. Und ich denke, das steht auch alles in diesem Kontext. Ich würde kurz was erknüpfen, weil du ja vorhin meintest, ich kann also ein bisschen was zu ISD sagen und ich kann das in dem Kontext ganz gut. Also ISD gibt es seit 30 Jahren und haben sich schwarze Leute zusammengetan und es war so wichtig und deswegen möchte ich sagen, weil es war das erste Mal, dass man darüber reden konnte und Worte dafür finden konnte und deswegen kann ich auch, also so gerade die BPOC-Leute, die hier sind, sagen, es ist so wichtig, sich miteinander irgendwie zu treffen und darin in Austausch zu gehen, um Worte dafür zu finden. Entschuldigung, BPOC, Black and People of Color, also Leute mit Migrationshintergrund oder ohne, aber die aus der Mehrheitsgesellschaft rausfallen. Genau. Raus,
fallen lassen werden. Aber genau, also so, um Worte dafür zu finden, weil Worte auch Macht sind. Also so, weil wenn man Sachen benennen kann, kann man anfangen, darüber zu reden. Und dann zum Beispiel, wir hatten eine Kampagne vor Jahren gestartet zum Racial Profiling, damit es überhaupt mal auch benannt wird, damit man anfangen kann, darüber zu reden. Also so, jetzt wird darüber verhandelt, gibt es das oder nicht? Also hier, aber es ist Thema. So. Und dann auch wieder zu sehen, Racial Profiling passiert uns allen. Vielleicht gibt es unterschiedliche Vorurteile oder auf denen das rassistische Handeln basiert, aber das System dahinter, der Mechanismus, ist derselbe. So, und deswegen sind die Kämpfe verbunden da drin. Und ich hatte noch eine Sache gehabt. Achso ja, und dann auch zu institutionellem Rassismus oder in der Institution. Das Heftige daran ist auch, dass es zieht sich von klein aus durch. Vom Kindergarten über die Schule, wo man dann weiter auf die weiterführende Schule kommt, welche Ausbildungschancen man bekommt, wo Leute sich selbst sehen, also Kinder, Jugendliche sich dann auch selbst sehen können oder nicht, über Arbeitschancen, Wohnungschancen bis zu, wie man von der Polizei behandelt wird. Und irgendwann kann es lebensgefährlich werden. Also so, und das ist jetzt, und das ist halt auch nicht nur von Rassisten und Rassistinnen, sondern auch von der Polizei. Also das ist auch ganz viel Arbeit, die wir dazu machen, dass man halt sieht, auch hier werden Menschen aufgrund dieses Rassismus, der so mitschwebt, mit dem man handelt, ohne selbst zu sagen, das ist, also alle Menschen, die türkisch sind oder die schwarz sind, sind schlecht, aber trotzdem haben die ja die Bilder im Kopf. Und dann werden Menschen erschossen, wie Christi Schwundeck in Frankfurt, aber wie jetzt zum Beispiel in der Polizeigewalt der syrische Flüchtling Ahmad, der dort, also der ja, wo später war, der saß 2 Monate, war inhaftiert ohne Grund und ist verbrannt. Also so zu sehen, es tötet, es wird bis lebensgefährlich. Ja, vielleicht kann ich für meinen Bereich in Anführungszeichen ergänzen, weil auch die Medien angesprochen worden sind und das ein in Teilen auch schmerzlicher Lernprozess ist, wenn man jetzt jahrelang über den NSU berichtet und dann zum einen aufarbeiten muss, nicht nur was da staatliche Stellen möglicherweise getan oder auch eben nicht getan haben, sondern auch was Medien getan oder auch nicht getan haben. Und Sie alle kennen und haben in Erinnerung dieses schlimme Wort des Döner Mordes oder auch Dönerkiller und was da alles durch die Presse damals geisterte. Und das ist teilweise dann auch von Ermittlungsbehörden aufgegriffen worden, aber der Ursprung, soweit man das recherchieren kann, lag in den Medien. Und das ist ein ganz gutes Beispiel auch für das Thema institutioneller Rassismus, denn dabei spielt eine ganze Menge eine Rolle. Vielleicht manchmal auch offener Rassismus, aber auch so etwas, was so ein bisschen komplizierter ist, im Diffusen ist, Ressentiments betrifft, latente Strukturen betrifft, Ignoranz betrifft, Unachtsamkeit, auch die Tatsache betrifft, dass in Redaktionen bis heute sehr wenig an Vielfalt herrscht. Und dass dann, soweit man das rekonstruieren kann, das erste Mal in Nürnberg das Wort des Dönermords auftauchte, ein Redakteur erklärte das dann mal so, es habe einfach nicht anders in die Zeile gepasst, Mord an einem Döner-Imbissbudenbetreiber oder so etwas. Und dann schwupps ist es da und Medien, also passte gerade in die kleine Spalte hinein. Und interessanterweise aber, so harmlos diese Erklärung klingt, steckt natürlich trotzdem etwas dahinter. Und es wurde dann interessanterweise verbreitet, ja, von Nachrichtenagenturen, meine frühere Zeit, und die Süddeutsche hat davon auch geschrieben, die FAZ, also nicht nur etwa die üblichen Revolverblätter. Und im Nachhinein ist das ein Grund, sich zu schämen dafür natürlich als Journalist. Also ich habe jetzt dieser Bericht nicht verfasst, aber sozusagen für meine Profession das sagend, sich auch dafür zu entschuldigen, bei denen, die da in der Weise auch von Journalisten, von uns Medien mit kriminalisiert worden sind. Und man muss dazu sagen, das war ja nicht das Einzige. Es gab ja nicht nur dieses Wort, sondern dahinter stand ja genau die Haltung, die jetzt auch im Hinblick auf die Ermittlungsbehörden Mehmet Damalgülla schon beschrieben hat.
Denn erstens wurde 1:1 teilweise unkritisch die Sicht der Behörden von den Medien nachgeplappert und nachvollzogen. Zweitens sogar an manchen Punkten sogar noch befeuert, indem man mehr oder weniger spekulativ und windige Informanten aufgreifend über irgendwelche Wettkarten und irgendwelche anderen wilden Storys sich ausließ und die Fantasie einer vermeintlichen ausländischen Bande und der innertürkischen Fäden ja noch groß gemacht hat. Und das im Nachhinein so zu sehen an der Berichterstattung ist sehr schmerzhaft und zeigt etwas, wie das auch bis in die Öffentlichkeit, in die Medien hinein wirkt. Und es wird nicht unbedingt dadurch besser und soll gar nicht entschuldigend gemeint sein, dass die, wie wir jetzt mittlerweile wissen, auch die Polizeibehörden, das hätte man sich vorher auch denken können, aber nun sieht man es, wie es genau gemacht worden ist, eben auch wirklich an einigen Punkten eine richtige Medienstrategie verfolgt hat, die zum Beispiel an dem Punkt, als 2006 tatsächlich endlich mal die Idee stärker aufkam, es könnten ja vielleicht doch auch mehr oder weniger als Einzeltäter begriffene, versprengte Rechtsextremisten sein, die da als Täter in Frage kommen, dass dann das versucht worden ist, per Medienstrategie möglichst klein zu halten. Im Jahr 2006 hatten wir auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft zu Gast bei Freunden, war das offizielle Motto, und das Thema umzutaufen in zu Gast bei Neonazis hatte niemand Interesse daran damals in Politik und Behörden. Jedenfalls haben die Medien all dem nichts entgegengesetzt, auch als es damals nach dem 8. und 9. Mordfall in Dortmund und in Kassel auch Demonstrationen der Familien und Communities um sie herum gab und die Medien das bis auf einen kleinen Artikel in der Taz weitgehend ignoriert haben. Also all diese Vernetzungen und so weiter, die es teilweise sogar damals gab, auch in diesen Kreisen der Angehörigen, wurde von den Medien auch schön ignoriert. Und auch die Gefahr, dass ich jetzt zu lange werde, ich möchte das kurz noch ergänzen um einen Aspekt, weil das ist jetzt quasi ein bisschen die Rückschau. Dann haben wir erlebt, ein bisschen im Daily Soap Charakter, was die Sache nicht unbedingt für, vielleicht befördert hat, auch das Verständnis nicht immer befördert hat, die Gerichtsberichterstattung. Einerseits sahen wir uns als Journalisten teilweise in der Pflicht, auch in dem Sinne uns zu bewähren, dass wir das jetzt ernst nehmen und auch wirklich jeden Tag dort versuchen abzudecken und alles mitzubekommen. Das halte ich auch nach wie vor für richtig, hat aber in der Berichterstattung manchmal dazu geführt, dass vielleicht Kontextlosigkeit entsteht. Und es führt dazu, angesichts schwacher Ressourcen, dass der alltägliche Terror, der stattfindet, natürlich nicht unbedingt berichtet wird. Das, was Oliver jetzt gerade moniert hat. Und wir das immer wieder erleben, dass Medienberichterstattung so in Wellen stattfindet. Das ist ein bisschen frustrierend und ich bin da auch nicht sehr optimistisch im Hinblick auf die Zukunft. Denn was wir im Moment erleben, ist, obwohl ich schon merke, dass in vielen Medienredaktionen ein Bewusstsein gewachsen ist, erleben wir doch einen gewaltigen Druck, eine gewaltige Getriebenheit seitens AfD und Konsorten. Dann kommen wir erstmal zum Schluss, aber das ist ein wichtiger Punkt, auch zum Thema institutioneller Rassismus. Versuchen Sie mal, wenn heute Abend eine Vergewaltigung stattfindet in Frankfurt und der mutmaßliche Täter, der Tatverdächtige laut Polizei, war ein geflüchteter Syrer. Versuchen Sie mal als FAZ, als SZ, als Tagesschau, das zu berichten ohne die Herkunftsbezeichnung. Viel Spaß in der Redaktion. Und das war noch vor 2 Jahren anders. Und das hängt damit zusammen, dass wir in der Hinsicht eine Klimaverschiebung erlebt haben. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, Herkunftsbezeichnungen manchmal zu nennen in bestimmten Kontexten und das ist dann im Einzelfall zu diskutieren. Gerade aber, wenn es um die kurzfristige Berichterstattung ist, wo noch sehr viel unklar ist und wo es die Gefahr einer diskriminierenden Berichterstattung ist und so weiter, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und das tun nicht lassen. Der Pressekodex, was keine juristische, keine Gesetzeskraft hat, aber so eine Art Selbstbindung bedeutet, eine ethische, der Branche Journalismus, hat früher vorgesehen, dass man doch auf die Diskriminierung bitte zu achten, also dass sie nicht Eintritt zu achten habe. Und es gab die Richtlinie 12.1, da hieß es, man solle bei Straftaten die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu Minderheiten und so weiter, das wird näher ausgeführt, nur dann erwähnen, wenn, Zitat, für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Begründbarer Sachbezug zur Tat. Das wurde vor einigen Monaten aufgeweicht, so ist meine Lesart, und das heißt es,
es soll auch wieder aufgepasst werden, dass nicht diskriminiert wird. Und dann so heißt es, die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Und seitdem es die AfD gibt, besteht immer ein begründetes öffentliches Interesse aus der Lesart vieler meiner Berufskollegen. Und da sehen wir, was passiert ist, auch das kann man leider schon statistisch merken, der Hintergrund wird regelmäßig auch von der Qualitätspresse jetzt sofort genannt. Das heißt, mein Vorschlag ist, ich habe gar kein Problem damit, dass meinetwegen die Herkunft des Einzelnen genannt wird, aber lassen wir uns das doch immer machen. Die Sächsische Zeitung meint das? Nein, wenn das ein Bio-Deutscher ist, dann soll das bitte auch da stehen. Ein Deutscher, deutsche Abstimmung hat eine Frau vergewaltigt. Ein Deutscher, deutsche Abstimmung hat das und das gemacht. Machen wir das doch mal eine Woche als Zeitung, weil wir sind falsche Ansprechpartner. Aber verstehen Sie, was ich meine? Das würde die Absurdität ja darstellen. Aber, folgendes, und den Dönermorden, 9 migrantische Morde, Ismail Yatta hat einen Dönerstand und mehr Togut arbeitet ja mit dem Dönerstand. Alle anderen machen irgendwas. Aber wenn es ein Migrant ist, muss er ja mit Döner. Rassismus, insbesondere Rassismus. Ja? Wir sehen den, was den Staat angeht, in drei Bereichen. Ja? Bildung. Wenn Sie Eiche oder Mehmet haben, heißen, bekommen Sie schlechtere Noten, bekommen Sie seltener eine Empfehlung fürs Gymnasium. Ja, und das ist jetzt keine wilde Fantasie von Dr. Daimler, sondern das ist relativ gut belegt durch Studien, zuletzt vor einigen Monaten. Grundschüler, die exakt gleichen Fehler gemacht haben beim Diktat, mit ganzen Namen bekamen eine Note schlechter. Ich meine, die exakt gleiche Zahl an Fehlern an der gleichen Stelle. So. Da haben wir ein Problem. Zweitens, wir wissen von Arbeitscentern, dass migrantische Jobsuchende eben nicht die gleichen Jobangebote bekommen wie Bio-Deutsche, ja, obwohl sie auch deutsche Staatsbürger sind. Also das hat keinen rechtlichen Grund. Für meinen Bereich, Justiz und Vollzug, Justiz und Polizei und Strafvollzug, ja, wenn Sie einen migrantischen Hintergrund haben, wenn Sie eine dunkle Hautfarbe haben, wird öfter die Polizei gerufen, öfter angezeigt, öfter Urhaft angeordnet, öfter Haftstrafen verhängt und die Haftstrafen sind noch länger. So, und dieses ganze Quatsche von Migrantenbonus vor Gericht, das ist Quatsch. Also zerschellt an allen Statistiken, die es so gibt. Hält sich aber trotzdem hartnäckig. Ja? Und was kann man tun? Ja? Wir müssen an unseren Gesetzen arbeiten. § 22 Bundespolizeigesetz, ja, wann darf die Bundespolizei anlasslos kontrollieren? Da steht der schöne Satz drin, das entscheidet der Polizeibeamte nach seinem eigenen Erfahrungshorizont. So, was bedeutet das in der Realität? Was bedeutet in der Realität? Ich habe eine Klasse, ich lehre auch in der Uni in Berlin und meine Schülerinnen und Schüler sind Polizeibeamtinnen und Beamte, die vom gehobenen den höheren Dienst wechseln, da müssen nochmal studieren und bei mir kriegen sie Grund- und Menschenrechte. Ich habe einen etwa 25-jährigen Beamten gefragt. Nach welchen Kriterien kontrollieren Sie jemanden? Und dann sagt er, lachte er schon und sagte, ach, ich weiß, was Sie meinen. Sie wollen über Richard Profiling sprechen, nicht wahr? Und dann, ja, dann sagt er folgendes. Ich habe noch nie bei einer 84-jährigen Oma Drogen gefunden. Noch nie. Aber bei jungen schwarzen Männern. Und deswegen kontrolliere ich jungen schwarzen Männer. Das macht doch Sinn, sagt er. Und dann sagt er, Moment mal, ich will nachfragen. Wie viele 84-jährige Omas haben Sie schon kontrolliert? Und dann sagt er, gar keine. Es ist doch unwahrscheinlich, dass er was zu finden ist. Das ist aber unwahrscheinlich, dass das anderes als zu sagen, da findet man nichts. Aber lassen wir das Thema mal beiseite. Kommen wir zu den jungen schwarzen Männern. Haben Sie bei allen jungen schwarzen Männern, die Sie kontrolliert haben, Drogen gefunden? Da sagt er, natürlich nicht, bei den allerwenigsten. Das ist doch das Koks. Ja? Das ist doch das, was das ausmacht. Ja? Und wenn ich mit Menschen spreche, die nicht keine Erfahrung, keine persönliche Erfahrung mit Rassismus haben, die sagen mir dann, weil ich was schön, sowas wie, was ist denn daran so schlimm, wenn man mal kontrolliert wird? Man wird für einen Kriminellen gehalten. Man wird ständig angesprochen. Man wird ständig kontrolliert. Häufig in schikanöser Art und Weise. Und wenn Menschen, die schon eine Arschkarte haben, wenn sie sich um einen Job bewerben oder um eine Wohnung, auch noch von dem Staat schlecht behandelt werden, das zerstört doch Vertrauen. Und es gibt auch irgendwie so eine Korrelation zwischen von einer Sache nicht betroffen sein und deren Existenz bagatellisieren oder gar bestreiten. Was ist denn daran so schlimm, wenn man mal einer Dame auf den Hintern klopft oder hinterher pfeift? Das ist doch nicht Sexismus. Was ist denn daran schlimm, wenn wir diesen Witz erzählen? Was ist denn daran antisemitisch? Was ist denn daran rassistisch, wenn wir das... Pass mal auf, vielleicht sollten wir mal die Gelegenheit nutzen, mal die Betroffenen zu fragen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Die Gesetze.
Ich habe mit Heiko Maas ein paar Mal auf dem Podium gesessen, als er noch Justizminister war. Maas, Sie rufen gegen den Kampf gegen Rassismus an den Straßen auf, richtig. Aber machen Sie mal einmal einen eigenen Daten sauber. Staat, Gesetze. Und dann sagt er, ja, Paragraph 22, würden wir gerne ändern, aber wir haben ja, wie Sie wissen, im Bundestag die SPD keine Mehrheit. Keine absolute Mehrheit. Und dann sage ich, oh Gott, wir sind alle verloren. Wenn wir jetzt darauf warten, dass die SPD im Bundestag eine absolute Mehrheit hat, ja, dann wirklich. Solange wir haben Gesetze, die einfach Tür und Tor öffnen für Rassismus. Und wissen Sie was? Der 25-jährige Beamte, mit dem ich das Gespräch hatte, war selber türkischer Herkunft. Und deswegen ist die Idee, wir steigern die Migrantenquote unter der Polizei grundsätzlich erstmal richtig. Aber das ist kein Passepartout zur Lösung aller Probleme, denn wenn der Rahmen sich nicht ändert, dann passen sich die Leute an den Rahmen an, nicht umgekehrt. Ist doch naheliegend. So, und jetzt will ich nicht alles schwarz und schwarz machen. Es gibt erste so Pflänzchen von Ideen, dass man ein Problem haben könnte. Ja, aber das hängt sehr, sehr stark an Personen. Wir hatten in Berlin die Vizepräsidentin des LKA, Margrethe Koppers, die jetzt Generalstaatsanwältin ist, die hat das Thema auf den Tisch gebracht. Wir haben in Schleswig-Holstein so ein, zwei zarte Pflänzchen, aber das ist alles sehr erratisch und alles von Personen abhängig. So, und wenn wir die Frage stellen, ja, warum ändern sich die Dinge nicht, dann liegt das auch daran, dass wir einen Herrschaftsmechanismus haben, der es den Betroffenen verbietet, über Dinge zu reden. Wo sozusagen uns ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Ich habe auch jahrelang die Schnauze gehalten. Ja, ich sitze im Taxi, wir wollen zu mir nach Hause, ich habe einen Freund dabei, wir wollen das abholen und dann weiterfahren. Dann sage ich dem Fahrer, fahren Sie doch besser über die in die Straße, weil das ist gesperrt, ein Baustelle, das konnte er ja nicht wissen. Dreht sich der Fahrer um und sagt, bei uns in Deutschland erklären wir Fahrern nicht, wie sie fahren sollen. So, ich habe mich geärgert, aber nichts gesagt. Draußen habe ich mich geärgert, der Freund sagt zu mir, das stelle ich eigentlich so an. Und das habe ich eigentlich 45 Jahre meines Lebens mitgemacht. Mich nicht anstellen, weil irgendwie war ich ja daran schuld an dieser Situation. Ja, und zu verstehen, dass das Teil des Mechanismus ist, wie man Herrschaft ausübt, das dauert jetzt Zeit. Jetzt lassen Sie mich zum Schluss kommen jetzt an dieser Stelle. Wir haben natürlich, egal wie man es definiert, ein Staatsversagen, ein Polizeiversagen, meinetwegen auch ein Medienversagen. Ja? Stimmt alles. Wir haben aber natürlich auch Versagen, ein gesellschaftliches Versagen. Ein gesellschaftliches Versagen. Und an der Stelle möchte ich nicht abstrahieren, was heißt gesellschaftliches Versagen. Ich persönlich habe auch versagt. Ich bin Teil der Gesellschaft. Ich habe in den Zeitungen von den Morden gelesen und ich war der festen Überzeugung. Und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war und mit meinen türkischen Freunden, natürlich sind das Rassisten, natürlich sind das Nazis. Das war so ein No-Brainer, da muss man nicht überreden. Und deswegen stellt sich bei mir doch doppelt die Frage, ja, wenn du doch so sicher warst, warum hast du nichts unternommen, warum bist du nicht mitmarschiert in Dortmund oder Kassel? Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich war damals im Bundesvorstand einer Partei, da saß ein Haufen Bundesabgeordnete, da saß ein Innenminister aus NRW, ich hätte hingehen können. Und ich habe es nicht gemacht. Und dass ich es nicht gemacht habe, war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen ängstlich, naja, jetzt gehst du hin zum Innenminister und sagst, pass mal auf, Ingo, das müssen Rassisten sein. Und dann stellst du drei Wochen später raus, es gibt doch so eine Drogenmafia. Dann sehe ich ja blöd aus. Aber vor allem, ich wollte damals noch was werden. Ich wollte noch in der Politik, vielleicht Abgeordneter, Staatssekretär. Und ich wusste ganz genau, über Rassismus zu sprechen, auf dem Parteitag, das bringt mir keine Stimmen, das kostet mich Stimmen. Das kostet mich Stimmen. Und diese Mischung aus Opportunismus und ein bisschen Feigheit, das war mein persönliches Versagen. Und da müssen wir uns halt alle mal fragen, ja, was, jetzt mal abgesehen von der abstrakten Idee, was hat der Staat gelernt? Was haben wir persönlich gelernt? Und für mich persönlich heißt das nur, ja, ich habe natürlich die Opferangehörigen um Vergebung gebeten und die haben mir vergeben, also ihre Großzügigkeit, aber das daraus folgende Verpflichtung, eben nicht mehr die Klappe zu halten, weil wenn Leute wie wir, die sprechen können, schweigen, wie soll es dann den Menschen gehen, die nicht sprechen können, weil sie sparen nicht mehr stimmen, weil sie nicht kein Standing haben? Wir müssen die Stimme sein, auch für diejenigen, die zur Sprachlosigkeit verdammt sind. Und warum? Weil das unser Land ist. Das ist unser gemeinsames Land mit all seinen Defiziten und all seinen positiven Seiten. Ja? Und wenn wir uns nicht einbringen als diejenigen, die eine Expertise haben in diesem Bereich, dann werden die Dinge nicht besser. Und ich bin nicht mehr bereit, also ich persönlich habe keine Lust mehr, die Schnauze zu halten. Wenn Sie wissen, in welcher Partei ich damals war, würden Sie nicht klatschen. Ja, also es ist so, es ist die
Normalität des Rassismus, die Sie jetzt auch ganz konkret nochmal fassen, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und also das eine ist ja schon mit dem Blick auf, ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit, möchte trotzdem aber noch ein oder zwei Fragen Ihnen allen, euch allen stellen. Was hat sich denn trotzdem auch geändert oder verändert? Also gerade wenn es um die Reflexion geht, auf einer gesellschaftlichen Ebene, was hat die Zivilgesellschaft trotzdem auch gemacht? Inwiefern hat sie beigetragen? Eine konkrete Forderung, die ja auch im Bericht im Untersuchungsausschuss mit drin ist, ist beispielsweise die obligatorische Fort- und Ausbildung von Richterinnen und Richtern, von Anwältinnen und Anwälten und so weiter. Stichwort interkulturelle Kompetenz. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, aber trotzdem, das steht ja erstmal so da drin. Das sind einige Aspekte. Oder also dass Richter beispielsweise auch antisemitische Brandanschläge auf Synagogen auch als antisemitisch werten und nicht als Kritik an beispielsweise die Regierung Israels, wie das in einem Fall in der Wuppertal in der Synagoge 2014 passiert ist, dass sowas eben nicht sich verändert, dass sowas auch eben passiert. Würden Sie sagen, es gibt Veränderungen und es ist gut und wo sozusagen gibt es nochmal einen Abholbedarf? Und da möchte ich auch, Sira, du hast es nämlich erwähnt und wir auch in Bezug auf Beschwerdeverfahren, wie können sich denn dann wo können sich Betroffene eigentlich dann hinwenden, wenn sie wenn sie benachteiligt werden von der Polizei, Dienstaufsichtsbeschwerde ist in anderen europäischen Ländern ein weniger großes Problem. In Deutschland gibt es solche Stellen in Deutschland und sind sie wirklich außerhalb der Polizei angesiedelt? Und wie sozusagen bewertet ihr das oder beurteilt ihr das auf euren jeweiligen Arbeitsfeldern? Wie ist die Entwicklung? Defizitär. hätte ich jetzt ein Problem mit einem Polizisten aufgrund von Kontrolle, ungerechtfertigter Kontrolle, könnte ich mich an die Polizei wenden und dort Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen. Bedeutet aber, die Polizei muss irgendwie selbst investigativ da dran gehen, was sie nach unseren Erfahrungen her nicht macht. Ich weiß nicht, was innerhalb der Polizei stattfindet, das versuchen die dann immer zu erklären, naja, und dann kriegt er irgendwo einen Akteneintrag und das wird ihn dann später daran hindern, aufzusteigen, toll, aber trotzdem wird er nicht dafür bestraft, was er gerade falsch gemacht hat. Also so. Und dann gibt es Beschwerdestellen wie Response oder Adibe, also wo man sich hinwenden kann und außerhalb beraten wird, die haben aber allerdings keine Handhabe, um reinzugehen. Also es gibt nur eine beratende Funktion. Hilfreich, aber da fehlt etwas. Also es fehlt die Stelle, die wirklich reingehen kann und die Vorwürfe prüfen kann. So. Und dann gibt es nochmal so Sachen wie Copwatch. Da ist es ja die ganz klar sagen, wendet euch bei Polizeigewalt an uns irgendwie. Und dies ist auch beratend und aber auch viel dokumentierend, haben aber dann auch nicht die Strukturen vielleicht jetzt wie Response. Genau, aber das sind so die drei Stellen, die wir kennen. Und da ist auf jeden Fall eine Lücke drin, die geschlossen werden muss. Ja. Also auch aus unserer Sicht ist es total notwendig, unabhängige Beschwerdestellen eigentlich einzurichten. Und im Moment ist es so, dass wenn ich Polizeigewalt erlebt habe und das zur Anzeige bringen möchte, dann werde ich normalerweise auch an das entsprechende Polizeirevier verwiesen, Anzeigen zu erstatten und dann erzählen uns Beratungsnehmende, sie gehen in das Revier, erstatten Anzeige gegen einen Beamten bei einem Kollegen dieses Beamten und dann wird es sozusagen auch dort von Kollegen ermittelt und das liegt auf der Hand, dass das problematisch ist und dass es auch häufig zu nicht sehr viel Aufklärung führt. Und es gibt auch den Weg der Dienstaufsichtsbeschwerde.
Aufsichtsbeschwerde und wir raten auch schon immer dazu, das zu tun, weil tatsächlich gibt es sozusagen so einen Dienstweg und dann landet es auch in der Akte, aber es ist natürlich nicht sehr befriedigend für die Personen, die das tun, weil sie auch häufig eben keine Rückmeldung kriegen, was da, ob da irgendwas passiert oder was da passiert. Und auch wir, wenn wir beraten, dann machen wir die Erfahrung, dass es trotz allem einfach schwierig ist, was zu erreichen, was irgendwie zufriedenstellend ist. Und das liegt, also wir haben in vielen Fällen die Problematik, dass Betroffene, die Polizeigewalt erlebt haben, auch eine Gegenanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte auch haben, also es wird auch gegen sie ermittelt, dann wird in den allermeisten Fällen das Ermittlungsverfahren eingestellt und in den ganz wenigen Fällen, wo es zum Gerichtsverfahren kommt, kommt es auch nicht zu einer Verurteilung. Und wir haben jetzt sozusagen, also ich kann jetzt nur von Einzelfällen sozusagen berichten, aber es gibt eine groß angelegte Studie gerade, die läuft an der Uni Bochum, da geht es um Polizeigewalt und da wird sozusagen nochmal untersucht, wie die Situation eigentlich ist, um da auch nochmal eine statistische Datenlage zu erheben. Und wir wissen auch, dass der UN-Menschenrechtsrat, aber auch Amnesty International immer wieder auch Deutschland dafür rügen sozusagen, dass hier nicht genug gegen den Rassismus in den Behörden unternommen wird. Also es ist schwierig und es gibt andere Länder, sind dem schon weit voraus. In Deutschland meines Wissens nach, auch in Landungsländern gibt es keine unabhängigen Stellen, weder für die Ermittlung noch für Beschwerden oder die Dokumentation, außer natürlich aus der Zivilgesellschaft heraus. Ja. Also auch diese Studie jetzt in Bochum und so weiter, das ist tatsächlich alles ein großes Defizit und ich glaube, dass da ganz viel eigentlich an Schlimmung auch zum Vorschein kommt, aber ich würde das gerne mal ergänzen noch zu einer Perspektive, die Beamten, gerade die Anständigen, brauchen auch Hilfe. Und das ist ein Aspekt, der unglaublich wichtig ist, jedenfalls wenn man, wie ich, der Überzeugung ist, dass ein Staat ein Gewaltmonopol braucht und wir in unserer Demokratie auf eine anständige Polizei angewiesen sind. Und nun ist es ja so, dass da viele Beamte durchaus auch sind, die sehr integer sind, die auch nicht einverstanden sind mit manchen Sprücheklopfern, die da auf dem Revier sind, die sich dann aber auch teilweise kein Herz fassen, um dagegen anzugehen und die man stärken muss innerhalb dieser Behörden, wo man natürlich schon ansetzen muss in der Ausbildung und Rekrutierung der richtigen Leute und das ist offenbar ein ziemlich schwieriges Geschäft. Und da müsste auch sehr viel mehr getan werden, um entsprechend auszubilden und fortzubilden und entsprechend sensibel auch auszubilden und fortzubilden. Aber auch wenn sie dann schon dort sind und ich werde nicht vergessen, ich habe mal eine Geschichte gemacht über Rassismus innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz. War sehr schwer zu recherchieren, weil es da eben auch keine, wie noch bei der Polizei teilweise, gewerkschaftliche Organisierungen gibt, die dann auch nach außen mal tritt. Und da wurden dann so eben, ich meine, da gibt es auch Menschen mit allen möglichen Hintergründen und People of Color und so weiter, die dann da als Ölaugen und sonst wie sich von anderen haben bezeichnen lassen müssen und so nach dem Motto, also kannst du auch mit Messer und Gabel essen und islamophobe Sachen. Und das wurde dann auch von Amtsebene von oben ziemlich niederkatetscht, nachdem man da versucht hat, intern laut zu werden. Und weil das so schwer zu recherchieren war, haben dann leider auch andere Berufskollegen im Journalismus das nicht aufgegriffen und das versandete dann so. Und ich weiß jetzt also auch nicht genau, was, wie der Zustand heute ist. Aber ich will nur sagen, der Blick nur sozusagen zu sagen, also natürlich ist hochnotwendig, Polizeigewalt und die Betroffenen, aber auch innerhalb der Behörden, denn sonst wird sich ja auch nicht wahrscheinlich dauerhaft wirklich was verbessern, wenn nicht da die richtigen Leute mit dem richtigen Gespür auch ihre Arbeit tun. Also die Polizeigewalt, ja, das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Problem, wenn man das in der Perspektive sieht, ja, sozusagen des juristischen Alltags von Menschen, die anders sind, dann ist das ein relativ quantitativ relativ kleines Problem. Wir haben in Deutschland im Jahr etwa 6 bis 7 Millionen Straftaten nicht zur Anzeige gekommen. Ja, und für jeder Straftat gibt es halt einen Täter oder Tatverdächtigen und ein Opfer. Und für Täter halt auch wahnsinnig viele Opfer und Straftaten. Ja, und in diese Perspektive. Wir haben vorhin über Heiko Maas gesprochen. Ja, der hat eine Sache als Justizminister auf den Weg gebracht, nach der Selbstenthauung des NSDStU. Das ist die Änderung des § 46 Strafgesetzbuch.
Da steht jetzt drin, wenn ersichtlich ist, dass der Täter aus sexistischen, homophoben oder rassistischen Gründen gehandelt hat, dann kann das bei der Strafzumessung eine Rolle spielen. Das ist ja erstmal gut. Nur, das ist ein großes Nur. Von all den Straftaten, die untersucht werden, die Ermittlungsverfahren, 85% werden eingestellt. Wie der eine oder andere Gründe. Ja? Das heißt, viele der Taten kommen gar nicht vor ein Gericht, wo dieser Aspekt eine Rolle spielen könnte. Das ist eine Problem. Das zweite Problem ist folgendes. Wenn die Sachen angeklagt werden, wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet, wo ist denn das Opfer der Straftat? In bestimmten Delikten kann das Opfer als Nebenkläger auftreten, aber das sind Ausnahmedelikte. Bei den meisten Delikten haben sie keine Nebenklage geführt. Ja. Das heißt, als Opfer einer Straftat tauchen sie vor Gericht nur als Zeuge auf. Dann können sie es erzählen und dann gehen sie wieder raus und dann gibt es ein Urteil in der einen oder anderen Form. Ja, aber sie haben keinen richtigen Einfluss drauf. Und das ist ein echtes Manko. Nach unserem Recht, und es ist ein rechtliches Problem, hat in Deutschland das Opfer einer Straftat keinen Anspruch darauf zu erfahren, was passiert ist. Wie erfährt man, was passiert ist? Durch Akteneinsicht. In der Akte steht alles drin. Da steht drin, was die Polizei getan hat. Aber Akteneinsicht hat nach unserer Strafprozessordnung nicht Sie, sondern der Anwalt nur. So, jetzt überlegen Sie sich mal, sind Obdachloser oder Flüchtling oder jemand, der kein Geld hat. Wer hat denn Geld für einen Anwalt? Und das hat erhebliche Folgen. Das hat erhebliche Folgen, weil einfach viele, viele Straftaten nicht geahndet werden, obwohl § 46 ja eine Wertung ausgesprochen hat. Lassen Sie mich nur, ich will das nicht zu weit führen, nur ein Beispiel dafür bringen. Ich habe eine Mandantin, um die 50 Jahre alt, Tochter 22, die Mutter sehr fromm mit Kopftuch, die Tochter studiert. Beide Frauen sind so um die 1,55 groß. Ja? Und die werden angepöbelt von zwei Männern. Beide Männer deutlich über 1,90 groß. Ja? Die werden angepöbelt, sie hätten nicht richtig geparkt. Totaler Quatsch alles. Ja? Und das eskaliert dann so weit, dass man der Frau, der Mutter, das Kopftuch runterreißt, auch drauf hinkommt und sie dann mit Fäusten traktiert. Diese 1,55 große Frau. Die Tochter will ihr helfen und wird auch verprügelt. Nachbarn melden sich, Polizei kommt, Strafverfahren läuft und dann wird eingestellt. Ich bekomme zu diesem Zeitpunkt die Akte auf den Tisch, weil diese Frau Geschäftsführerin ist von der Firma, von der Recycling-Firma, die sie selber gegründet hat, sprich auch das Geld hat, einen Anwalt zu nehmen. Ich bekomme das in dem Moment auf den Tisch und schaue mir die Einstellungsverfügung an. In der Einstellungsverfügung steht, erstens, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Geschädigten selber zur Eskalation beigetragen haben. Ich gucke mir die Akte an, keinerlei Hinweise darauf. Die Leute, die Nachbarn aus dem Fenster haben geschrieben, die beiden Männer. So. Zweitens, beide Männer seien strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten bislang und deswegen stellen wir ein. Dann habe ich eine Beschwerde geschrieben an die Generalstaatsanwaltschaft. Dann gesagt, erstens, im Gesetz steht nirgends, dass Ersttäter grundsätzlich frei davon kommen. Zweitens, hier ist ein Aspekt der Hasskriminalität aktenkundig. Nachbarn haben aus dem Fenster geschrieben, wie das Kopfdokument ist und drauf herumgetrampelt wurde. Drittens, Nachbarn haben auch berichtet, dass beide Männer mit ausländerfeindlichen Parolen aufgefallen sind in der Vergangenheit. Und das können Sie nicht einfach einstellen. Das Verfahren läuft bei der Generalstaatsanwaltschaft. Und wissen Sie was? Solche Fälle habe ich Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. So, und das ist ein echtes Problem. Was könnte man machen? Man könnte hingehen und sagen, wenn eine Straftat bei der Polizei angezeigt wird, ist die Polizei verpflichtet zu prüfen, ob ein Fall der Hasskriminalität vorliegen könnte. Sie muss das nachfragen. So. Zweitens, wenn sie festgestellt hat, dass ein Fall der Hasskriminalität vorliegt, dann muss die RISC-EV, die Richtlinie zur Durchführung von Strafverfahren, Bußgeld und Strafverfahren, so geändert werden, dass diese Sachen Vorlagesachen werden. Was ist eine Vorlagesache? Wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt und dann stellt sie im Ermittlungsverfahren fest, der Verdächtige ist Journalist oder Abgeordneter, dann wird das zu einer Vorlage sein. Ja? Das heißt, der Staatsanwalt muss die Akte nehmen und zu seinem Vorgesetzten gehen und jeden abstimmen. Jeder Fall der Hasskriminalität sollte grundsätzlich angeklagt werden, als Vorlagesache behandelt werden und wenn eingestellt werden soll, dann muss das gesondert begründet werden. Und das haben wir halt nicht. Wir haben nicht diese Mechanismen. Ja? Das ist einfach ein rechtliches Manko. Und deswegen läuft § 46 auch so in die Leere. Und was sehen wir, was Beamte mit Migrationshintergrund angeht. Ja? Wir haben in Brandenburg einen Anteil von 20% Polizeibeamten mit migrantischer Herkunft in Brandenburg.
Wenn man sich das anschaut, sind das 95% polnischer Herkunft und werden alle Grenze eingesetzt. So, aber interessanter ist, wenn Sie sich mal anschauen, die Hierarchien. Je weiter Sie nach oben kommen, desto weniger Frauen haben Sie. Mein Tipp übrigens gegen Polizeigewalt, mehr Frauen in Führungspositionen bei der Polizei. Weniger Frauen und de facto keine Migranten im Polizeiparat ab einer bestimmten Stufe. So, und deswegen empfinde ich das manchmal auch so ein bisschen als Feigenblatt, zu sagen, ja, wir haben noch 28% Migranten in der Polizei. Das ist also eine Mischung aus Gesetze ändern und dann aber wirklich die Gesellschaft abbilden, auch in den Hierarchien. Das haben wir nicht. Aber ich glaube, dass jetzt dem einen oder anderen aufgeht, auch im Polizeiapparat, dass wenn die Polizei einmal das Vertrauen der Menschen verloren hat, dass wir Zustände wie in den USA bekommen, wo ein Afroamerikaner, wenn der Polizeibeamte auf sich zukommen sieht, davon ausgeht, ich werde hier von denen nicht gerecht behandelt und schaue ab, dass ohne dieses Vertrauen, ja, dass die Polizei scheitern wird in der täglichen Arbeit. Und das können wir nicht dulden. Und ein allerletzter Punkt, wenn man wirklich die guten Polizeibeamtinnen und Beamte schützen will, die haben davon wirklich, wirklich viele. Ich habe ganz, ganz tolle Polizeibeamtinnen und Beamte kennengelernt. Wenn man die wirklich schützen will, dann muss man einfach mit einem eisernen Besen diejenigen rauskicken, die eben nicht passen. Wie kann es sein, dass beim Besuch von Erdogan Polizeibeamte aus Sachsen in Berlin eingesetzt werden, Sondereinsatzkommandobeamtinnen und ein Beamter es hoho, total lustig fand, sich in die Namenslisten einzutragen als Uwe Mundlos. Ein Polizeibeamter. Der Mann muss rausgeschmissen werden. Punkt. Zweitens, wie kann es sein, dass ein Herr Wendt, Polizeigewerkschafter, ein Interview gibt in diesem Kompaktmagazin, ein Magazin, das offen zum Putsch aufgerufen hatte und dann da in diesem Magazin davon schwadroniert, dass ja muslimischen Männern im Blut gelegen sei, Frauen zu unterdrücken. Wie kann es sein, dass dieser Mann als Ansprechpartner der Politik immer noch gilt? Man muss der Gewerkschaft ganz klar sagen, pass mal auf, ihr könnt wählen, wen ihr wollt, zum Vorsitzenden. Aber wenn ihr Gespräche haben wollt im Ministerium, im Kanzleramt oder sonst wo, schickt bitte euer Stellvertreter, weil mit dem werden wir nicht reden. Das wäre doch mal ein Zeichen. Und stattdessen werden die Leute herrufiert. Und was ist das Signal an 20-jährigen jungen Beamten, wenn er sieht, dass da so ein rassistischer Sprücheklopfer wie Wendt, ein Sprücheklopfer rassistisch mit rassistischen Sprüchen, gar keiner der Nachteile erleidet. Das kann doch nicht sein. Und das müssen wir, glaube ich, ansprechen. Auch im Interesse der Polizeibeamtinnen und Beamten, die anständig sind. Also wir haben sehr viele Defizite festgestellt, es gibt sehr viel Luft nach oben, sehr viel auf jeden Fall kann man festhalten oder zusammenfassen. Ich möchte, bevor ich die Publikumsrunde eröffne, doch noch vielleicht die schwierigste Frage stellen. Also nach Chemnitz hatte NSU Watch gesagt, die Ereignisse von Chemnitz bieten den idealen Nährboden für einen neuen NSU. Kann sowas wieder passieren, sage ich jetzt mal, kann es einen NSU 2.0 geben? Wie seht ihr das da oder Sie, das euren unterschiedlichsten Bereichen, wie bewertet ihr das? Und danach würde ich gerne ins Publikum gehen. Also ich würde die Frage vielleicht auf drei Ebenen beantworten und versuche mich kurz zu fassen. Also der erste Punkt, also kann es eine NSU geben, also im Sinne einer terroristischen Zelle, die Menschen ermordet. Da muss man ja gar nicht so viel Fantasie haben. Also es ist ja nach Chemnitz im Oktober die Revolution Chemnitz Terrorzelle hochgenommen worden mit 8 Mitgliedern, die auch in anderen militanten Gruppen schon einstieg auch bekannt waren. Und zuletzt hat die Taz auch dazu recherchiert und einen Artikel veröffentlicht, wo es um rechte Netzwerke in der Bundeswehr geht. Und also da muss man ganz klar leider mit Ja beantworten, dass das nicht nur möglich ist, sondern dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben auch entsprechende Bestrebungen und Akteure und Vernetzungen gibt. Die zweite Frage ist, wenn wir uns den NSU als Komplex sozusagen anschauen, würde ich es auch mit Ja beantworten. Und zwar ganz einfach, weil etwas nur dann nicht wieder stattfinden kann, wenn man es aufgeklärt hat, lückenlos, wenn es sichtbar geworden ist, wenn es problematisiert wurde, um es dann auch zu bekämpfen, und zwar in allen Institutionen und nicht nur sozusagen immer wieder die Verantwortung, die Rolle der Zivilgesellschaft ist, das, diesen Kampf zu führen, sondern tatsächlich in den Institutionen, in den Behörden, in der Politik das ankommt,
Und wie wir jetzt im NSU-Prozess sehen mussten, ist das eben von allen Stellen blockiert worden. Und solange das nicht passiert, kann sozusagen das auch genauso weiter funktionieren und mit verschiedenen auch personellen Verstrickungen in verschiedenen Ämtern und Positionen und Behörden, das ist auch, wird es auch immer wieder aufgedeckt. Und die dritte Frage ist eben auch zum Thema institutionalisierter Rassismus und da will ich es genauso beantworten auch. Also Sie brauchen eine viel entschiedenere Thematisierung und Problematisierung von institutionellem Rassismus, um zu verhindern, dass sowas wieder passieren kann. Und da sind wir eben noch lange nicht angekommen. Vielleicht noch ergänzend noch, also nach Chemnitz beispielsweise auch, als der Ministerpräsident gesagt hat, es hat kein Mob gegeben, es hat keine Hetzjagd gegeben, auch als Georg Maaßen hat beispielsweise gesagt, genau, mit dem Verfassungsschutz liegen eben keine Informationen vor. Also all diese Informationen, all diese Aspekte sind, würde ich nur noch mal mit reinwerfen, eben im Blick auf diese Frage. Also was heißt es auch für Medien schaffen? Ja, es kann wieder passieren, selbstverständlich, leider. Wenn man irgendwo nach Hoffnung sucht, dann ja, es wurde ja von Behörden jetzt zumindest womöglich, wir wissen nicht alles bisher, vielleicht schneller und konsequenter frühzeitig zugegriffen, etwa bei Revolution Chemnitz. Es gibt die Beteuerung sowohl seitens von BKA als auch seitens Generalbundesanwaltschaft entsprechend konsequenter vorzugehen, sich der Gefahren bewusst zu sein und so weiter. Das wird man, glaube ich, erst in ein paar Jahren beurteilen können, ob das so ist. Aber ich denke schon, dass es da auch innerhalb mancher dieser Behörden ein gewisses Aufwachen schon gibt. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass man so apodiktisch davon reden kann, wie irgendwie wäre das, dass sozusagen alles abgeblockt worden wäre in den vergangenen Jahren, in denen doch auch sehr, sehr viele Untersuchungsausschüsse eingerichtet worden sind, immerhin auch von unseren Parlamenten, auch Teil des Staates und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, finde ich, was ja leicht in so einem Kreis, wo wir alle relativ ähnlicher Meinung sind, dann geht man nach Hause und sagt, stimmt, stimmt, stimmt und alles ist fürchterlich. Das finde ich dann auch zu pauschal, offen gesagt. Aber das ändert nichts dran, auch angesichts dessen, was ich vorhin gesagt habe, mit dem gesamten Zeitgeist, und wie jetzt auch hier von rechter Seite im Prinzip getrieben werden, dass man hoch alarmiert sein muss, was da vielleicht heranwächst. Und es ist völlig frustrierend, wenn man die Generation, wie ich jetzt quasi von Schäfer Mundus Böhnert ist, und gesehen hat, was nach der Wende los war und dass wir jetzt wieder und wieder und dass es eigentlich auch nie abgeebbt hat und dass wir es einfach nicht loswerden überwinden in Deutschland, das ist schon höchst frustrierend. Also wenn ich nicht spreche, muss ich sagen, ja, es kann auf jeden Fall wieder passieren, wenn es nicht vielleicht momentan schon wieder am Laufen ist. Also so, du hast es eben mit Maaßen angesprochen, wo es darum geht, es liegen irgendwie mit den Hetzjagden, kann nicht wirklich eindeutig gesagt werden. Dann wurde auch, also ich habe dann auch nochmal gelesen und dann wurde auch direkt wieder gesagt, naja, man weiß auch nicht, ob die, also es gab ja wohl doch irgendjemand, der gejagt wurde, aber vielleicht haben die ja auch angefangen. Also so, und das ist ja schon wieder der Mechanismus, den kriminalisiert man gerade. So, und es ist halt, genau, also eigentlich wieder in das gleiche Spiel. Und dann auch, und das kriege ich mit persönlich in den Kommentarspalten der sozialen Medien, also wie da gehetzt wird. Und auch das ist Zivilgesellschaft. Also so. Ja, Zivilgesellschaft, ja, aber auch das, also ist, oder ist ein Teil dieser Gesellschaft. Und wie da gehetzt wird und wie da Ressentiments, Vorurteile nicht nur geschützt, sondern sich manifestieren, so, da wird es ganz schnell wieder passieren, dass man dann, dass Leute morden können und trotzdem nicht die wahre Gesinnung da drin gesehen wird, sondern es versucht wird, auf andere Probleme abzuschieben. Genau, und wenn ich in die verschiedenen Communities höre, in die Schwarze, aber auch mit People of Color Freunden, es ist eine Angst da. Es ist nicht klar, wir können nicht abschätzen, wie wir geschützt sind, also hier in Deutschland. Also so, und ich glaube, das ist
eine ernstzunehmende Angst und keine Übertreibung. Ich möchte dieses Wort nur unterstreichen. Ich finde die Frage, kann das wieder passieren, eigentlich schon eine sehr optimistische Frage. Wer weiß denn, dass es nicht gestern passiert ist, vorgestern passiert ist? Wissen Sie, ich vertrete eine ganze Reihe von indigenen Bühnenüberwachungen hier in Deutschland. Lassen Sie mich dafür ein Beispiel nennen. Murat Bektaş. Junger Mann, Anfang April 2012, 5 Monate nach der Selbstenttarnung seines Sohnes. Junger Mann, steht mit 4 migrantischen Freunden in Berlin-Neukölln-Gudow. Gudow, sehr bürgerliche Gegend. Ja. Auf der Straße herum, die Jungs spaßen herum, also um die 20, ein Mann kommt in die Runde, sagt kein Wort, zieht eine Schusswaffe und schießt auf die Jugendlichen. 2 werden schwer verletzt, Murat Bektaş stirbt. Der Mann geht wieder weg. So, und wir haben diesen Fall übernommen, ja, meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, die nicht weiter sagen, aber da sind pro bono. Ja, so, ja. Nur um zu deutlich zu machen, dass noch, wenn sich keiner pro bono findet, dieser Fall auch nicht in irgendeiner Weise. Also die Aktendeckel werden längst zu. Wir haben die Aktendeckel aufgemacht. Und was wir sehen ist, eine Polizeiarbeit, die nicht rassistisch ist. Ja, also das, was man in den NSU-Akten immer wieder gesehen hat, haben wir dort nicht. Die Polizei, aber auch andere Sprache nicht. Aber was wir gesehen haben ist, dass eigentlich alle Optionen des möglichen Tathintergrunds abgeklopft worden sind. In alle Richtungen. Familiär, Kriminalität, alles. Kein Thema bei der Familie. Ja. Aber ich sehe auch in der Akte, dass da nichts drin ist, was in Richtung Politik geht. Also keine Anfragen beim Verfassungsschutz, keine Anfragen beim Staatsschutz, all diese Sachen fehlen. So, und jetzt ist es doch so, wenn alle Optionen wechseln, wenn alle anderen Optionen wechseln, bleibt nicht mehr so viel über an Tatmotivation. Kannst du es mit einem Wahnsinnigen zu tun haben oder mit einem Nazi oder Rassist? Mischung aus beiden. So, und dann hätte ich einfach erwartet, dass man stärker in diese Richtung ermittelt. Denn es ist doch so, Terrorismus funktioniert heute anders als früher. Ja, bei der RAF, der ersten Generation, hatten sie noch den Bader, den Makka und dann gab es so. Heute ist doch der Terrorismus eher so eine Franchise-Idee. Man adaptiert die Strategien, die Tatausführung, agiert sonst aber autonom. Und das ist genau die Strategie, die in allen möglichen Neonazi, sogenannten Feldhandbüchern seit den späten 80er Jahren propagiert wird. Und deswegen, ich würde nicht mit gutem Gewissen sagen können, das kann nicht wieder passieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob es nicht die ganze Zeit schon passiert. Und vor allem an Betracht der Tatsache, dass ich persönlich davon ausgehen muss, dass an den meisten Tatorten lokale Helfercenter agiert haben. Ja, und wir müssen diese Gefahr ernst nehmen. Ja, das ist alles andere. Ja, wir haben hier viel über die Zivilgesellschaft gesprochen. Ich sehe keinen Anlass zum Verzagen. Weil die Zivilgesellschaft, und dazu zählen ja auch die Medien, ja, demonstriert haben, dass wir was bewirken können, dass wir nicht machtlos sind. Wer von uns würde sich an Uri Jalloh erinnern? Wer? Wer kennt Uri Jalloh nicht? Diesen Rat sagen. Ein junger Mann aus Schwarzafrika, der in Dessau festgenommen worden ist, soll alkoholisiert gewesen sein, dann hat man ihn in eine Auslöschungszelle gebracht, dort wird schweren Gliedern gefesselt an den Füßen und an den Händen. In der Nacht verbrannt dieser Mann dort. So, und die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagte vor 10 Jahren, ja, blöderweise hat er bei Armin gesucht, aber haben wir ein Feuerzeug in seiner Tasche, Hosentasche übersehen und dann muss er irgendwie dran gekommen sein und sich dann selbst angezündet haben. Und das hat natürlich vor 10 Jahren schon Fragen aufgeworfen und dann waren es ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Dessau. Studis, Schüler, Hausfrauen, Leute, die da dagegen arbeiteten, ein paar Anwälte und die haben mich locker gelassen, haben immer wieder nachgehakt, haben eigene Gutachten Auftrag gegeben. Resultat, vor fünf Monaten, nach 10 Jahren, geht die Staatsanwaltschaft Dessau hin und sagt zum ersten Mal, möglicherweise haben wir hier eine Fremdeinwirkung. Auf Deutsch, hier steht die Möglichkeit im Raum, dass die Polizeibeamten diesen Mann kaltblütig umgebracht haben. Wer würde sich an Uri Jalloh erinnern? Wer würde den Namen überhaupt kennen, wenn es nicht diese Menschen gegeben hat? Ein anderes Beispiel, und da ziehe ich den Hut vor den Journalistinnen und Journalisten, die dran geblieben sind. 1980, der schwerste Anschlag der deutschen Nachkriegsgeschichte, Oktoberfest in München. Ja?
Bombe gelegt, der Täter ist auch angekommen. Damals schon gab es Menschen, die gesagt haben, Moment mal, wir haben den Täter, wir sehen, wir haben zwei anderen, die aufkreuzte. Damals schon war bekannt, dass der in der Wehrsportgruppe Hoffmann paramilitärisch ausgebildet worden ist mit Waffen aus Bundeswehrbeständen. Was ist passiert? Die Bundesanwaltschaft hat damals erklärt, Einzeltäter, psychisch gestört, nichts mit Politik. Ermittlungen eingestellt. Und es waren Journalisten, die immer wieder Ungereimtheiten dargelegt haben. Resultat, 2015 hat die Bundesanwaltschaft Ermittlungen wieder aufgenommen. Ich sage jetzt nicht, dass am Ende wir einen Erfolg haben werden, aber was ich sage ist, wenn es nicht diese Journalistinnen und Journalisten gegeben hätte, in diesem Fall, die nicht locker gelassen hätten, die Akten wären schon längst verstaubt in irgendwelchen Kellern. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass wir nicht so machtlos sind. Wir sind manchmal einfach zu bequem und zu nett wahrscheinlich. Ja? Aber ich finde, wir waren lange genug zu nett. Lassen Sie mal ein bisschen weniger nett sein. Ja? Und dann können wir auch mit Selbstbewusstsein sagen, wir sind Bürger dieses Landes und nicht einfach nur Untertanen, die alles hinnehmen wie schlechtes Wetter. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle unsere vier Podiumsgäste.